legen. Ich begrüße euch nochmal heute zum zweiten Teil des JFD Live Events, heute mit Jens Klatt als Gast. Und wir hatten heute Morgen schon einiges an Intraday-Beschau und auch Big Picture, und daran wollen wir direkt anknüpfen. Wobei ich meine, Jens, gerade dein Euro-US-Dollar-Short ist sicherlich gut in Fahrt gekommen. Gab heute nochmal richtig was auf die Mütze zur Mittagszeit. Insofern würde ich auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch dann mal die Inflationsdaten, die jetzt 14:30 reinkommen, dass wir uns da vielleicht mal direkt live dem Markt widmen, oder? Was meinst du? Ja, also ja und ja. Also Euro-US-Dollar läuft gut an, aber ich hoffe doch mal, dass da noch ein bisschen was kommt. Also jetzt so der Bruch, okay, und auch, dass der noch ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist glaube ich auch schon. Da kam jetzt das Momentum auf. Interessanterweise kam der Bruch allerdings ja deutlich vor der von Inflationszahlen. Also ich hätte jetzt eher Ein gedacht, dass Schelm, vielleicht diese. Ja, das der ist immer so eine Böses Sache, denkt. ne? Ne? Ein Schelm, der Ja. Böses denkt. Aber auf jeden Fall, wir schauen auch zum Beispiel kurz auf Silber, was hier passiert ist. Ne? Mein Gold, sage ich Ja, schon. alle reden über Gold und Silber ja, hat die Zielregion dann bald erreicht. Ich glaube Okay. ja, dass alle hier aus dem Webinar, also das Hauptvolumen wird wahrscheinlich von all den Teilnehmern aus dem Webinar jetzt gerade gedreht. Ja? Also ich muss schon zugeben, das ist schon der Knaller hier. Also ich meine, wenn der heute hier Silber minus 5% ist, aber auch der Hebel auf Gold. Gold selber hat ja jetzt hier heute jetzt auch schon seine 19 Dollar bald absolviert. Also es ist wirklich ein Brett. Jens, du bist ein bisschen leise, höre ich gerade. Kannst du mal ein bisschen das Mikro aufdrehen? Zur Ah, super. Sicherheit. Vielleicht noch ein bisschen näher ran. Ansonsten, wie gesagt, ja, der Silberpreis knallt hier förmlich buchstäblich nach unten. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt zu den Inflationsdaten kommt. Letztlich mal abwarten, was passiert. Ich würde dir mal den Desk geben, Jens. Und ich meine, du hast ja über Twitter Schrägstrich deine Informationsquellen auch relativ schnell dann parat. Was ist mit den, ich rufe jetzt mal unseren Guidance News Flow auf. Die neue Seite ist eigentlich ganz gelungen. Also hier 14:30 Verbraucherpreise, das wird wichtig. Gute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist im Prinzip jetzt hier eine durchgekaute Sequenz. Also da passiert in der Regel nicht mehr allzu viel. Aber Philly Fed Index auch wieder wichtig. Wir sehen es ja hier hervorgehoben. Das dürfte jetzt 14:30 für reichlich Spannung sorgen. Und witzig ist tatsächlich, dass das ganze Momentum hier um die Mittagssession abgehandelt wurde. Und ja gut, schauen wir mal auf deinen Desktop. Ich gebe dir mal den Bildschirm rüber, Jens. Jo. An dieser Stelle, wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht nur neue Teilnehmer haben, sondern auch viele von heute Morgen. Der Raum ist erwartungsgemäß wieder aktuell noch nicht ganz so voll wie heute Morgen. Da waren wir gut dreistellig, wie gesagt. Jetzt gehen wir langsam in die Richtung. Jetzt müssen wir mal abwarten, wer hier noch zu uns stößt. Aber die Masse der Teilnehmer, denke ich, war heute Morgen auch dabei. Wie gesagt, gute 2,5 Stunden haben wir hier vollbracht. Das Video lädt übrigens immer noch hoch. Ich kann nichts dafür. Werden Kann wir aber, wie man. gesagt, nachholen. Dein Bildschirm ist zu sehen, Jens. Zumindest habe ich ihn auf der Okay. Pfanne. Das war jetzt gerade Twitter, jetzt ist der andere zu sehen, ne? Jetzt ist Intraday und Big Picture. Korrekt. Genau. Gerade war Mr. Seehofer zu sehen, wenn ich das richtig. Ja, ganz Klassiker hier. Koalition nur mit Obergrenze, Seehofer garantiert Stress. Ja. Ja. Der hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Druck auf Angela Merkel, jetzt schießen wir den Euro noch in Richtung Parität. Der hat wahrscheinlich mit dem Freistaat Bayern heute mal richtig Volumen reingestellt. Ja, erstaunlich. Also ich muss sagen, ich habe dann geguckt, das war ja dann zu teilen. Ich bin ja hier auch im 1-Minuten-Chart auf dem Euro-Dollar. Das war ja hier eine, sag ich mal, eine 50-Pip-Bewegung innerhalb von 2, 3 Minuten, wo ich gar nicht wusste, woher die kam, muss ich ehrlich sagen. Also da wurde auf jeden Fall eine gute Size irgendwie durch den Interbankenmarkt gezogen. Also das war schon eine 40-50-Pip-Bewegung. Sieht man sonst nur zu News, kam aber jetzt hier direkt zur Mittagszeit aus heiterem Himmel. Also das war schon eine starke Nummer. Jetzt übrigens der Euro-Dollar aktuell 128 Pips gelaufen. Die Range, die sich aktuell bei 120 bewegt, ist also absolviert. Die Tagesrange im Prinzip beim Dollar sozusagen durch. Jetzt sehen wir auch deinen Also, Screen. Ja, wunderbare genau. Tageskerze. Also ich glaube ja, dass das Hauptvolumen vor allem dadurch kam, also wir sehen ja hier unten, das ist ja die untere Range-Begrenzung, hier das war tatsächlich sogar, ich glaube, historisch, was wir hier zu sehen bekommen haben, haben, glaube ich, viele nicht gesehen oder mitbekommen, dass wir ab, ich weiß gar nicht, was hier, der war, war es noch, es hat jetzt in August noch mit einbezogen gehabt, auf jeden Fall, dass in dieser Zeit hier im Euro-US-Dollar es noch nie so lange keine 52 Wochen hoch und keine 52 Wochen Tiefs gegeben hat. Also das war wirklich, das war historisch, was wir zu sehen bekommen haben. Umso signifikanter natürlich die Region da unten. Und dann kann das eigentlich im Grunde genommen auch vielleicht nur rein technisch gewesen sein, dass da einfach viele Stops gelegen haben, also sowohl Sell-Stops als Absolut. eben auch
oder ganz besonders Sell-Stops, eben von denjenigen welchen, die entweder sagen, ich shorte den Markt jetzt, oder aber ich war long, spekuliere darauf, dass eine Gegenbewegung kommt, aber unterhalb der Tiefs von 2015 will ich den auf jeden Fall nicht mehr long sein. Mhm. Ich sehe gerade übrigens hier parallel was, was mir gar nicht gefällt. So viel zum Thema auch Sentiment extrem. Es gibt da immer einen US-amerikanischen, ja, nennen wir ihn mal Analysten oder gern gesehenen Gast, auch im US-amerikanischen Fernsehen bei CNBC, der heißt Gartman. Und dieser Gartman, der ist dafür bekannt, Aussprüche zu geben, also S&P Long oder S&P Short oder wie jetzt gerade eben, Parity in Euro absolutely in sight, also Parität im Euro ist absolut in Sicht. Ich sehe das ja auch so, aber wenn so jemand dann das in den Medien kommuniziert, ist das meistens eigentlich so, ja, es sieht immer so dann fast erstmal kurzzeitig zumindest so aus, als wenn es dann so der Boden war. Auf der Kehrseite ist es so, und da erinnere ich mich halt auch lieben gerne dran, da war ich letztes Jahr, das war in, wo war das? Bei N24, Ende des Jahres, da hatten wir ja in WTI, hatten wir hier im Öl, eine massive Abwärtsbewegung ja schon gesehen. Mhm. Und ich hatte dort ein Interview, das war hier so, in dem Bereich ungefähr, Anfang Dezember war das. Und da sind wir dann auf viel Jahrestiefs auch gefallen. Und da war Thema, ob der WTI-Preis bis 20 fallen könnte. Und das hatte Goldman Sachs wohl auch ausgegeben gehabt. Und da war ich dann schon so ein bisschen, dass ich mir dachte, so, wie kriegst du das jetzt gut verpackt, dass du zwar einerseits klar von der Struktur her bärisch für WTI bist, aber irgendwie auch nicht unbedingt als Kontraindikator dann fungierst, wenn du nämlich dann im Fernsehen sagst, ja, so 20 Dollar und von dort kennt der Markt dann kein Halten mehr. Weil wenn dich ja nicht jeder sieht, dann siehst du danach auch nicht ganz so glücklich aus, so sage ich mal. Aber was mich dann überrascht hat, war tatsächlich, dass im Anschluss, also das ist natürlich nur eine Orientierung, aber im Anschluss kam es tatsächlich nochmal zu signifikant tieferen Kursen. Also wir haben von dort nochmal an der Stelle über 25%, glaube ich, in der Spitze dann abgegeben, bis Anfang Februar. Also das heißt, eine Orientierung ja, aber vielleicht hat auch dieser Herr Gartman ja mal einen guten Read auf den Markt. Und ich sag mal, wenn man sich das technisch betrachtet, wie gesagt, dieser Bruch, der ist schon sehr signifikant. Und zugegebenermaßen, ich meine, das sieht ja auch ein Blinder. Also ich denke, da sind nicht wenige Stop-Sell-Orders auch in den Markt gewandert. Also da, wenn der da jetzt unten verweilt und die Parität, wie gesagt, aus meiner Sicht fast unvermeidbar, wann sie jetzt kommt, werden wir sehen. Ich war, wie gesagt, eine Zeit lang schon nicht mehr auf dem Paritätstrip, aber aufgrund dessen, dass wir jetzt hier sauber die 1.10, die 1.085 gebrochen haben und jetzt eben auch noch das neue Tief machen, ja gut, das sind 410 Pips, also ich meine, das ist in Anführungszeichen jetzt auch keine große Welle mehr und dann sind wir dort. Aber da bin ich mal gespannt, wie das dann eben ins nächste Jahr getragen wird. Und wie gesagt, die große Rebound-Geschichte hat man heute Morgen schon angesprochen, also dem auf dem Pferd reite ich immer noch, ja, dass das wirklich ein Überraschungseffekt 2017, 2018, mehr so 2017, Ende 2017 sein könnte, dass dann der Euro hier sozusagen wieder erstarkt aus heiterem Himmel. Aber okay, wir haben jetzt noch gut 7 Minuten bis zu den News. So aus der Erfahrung her, Jens, wie deckst du dich denn ab? Erzähl doch mal den Teilnehmern, sag mal, du bist jetzt hier, gut, das ist ein Swing-Positionstrade, jetzt keine Geschichte für den Intraday-Bereich, wo man jetzt Swing sagen muss, du willst jetzt hier den Trade hier absichern oder schnelle Gewinne mitnehmen. Wie bereitest du dich auf News vor generell, wenn du jetzt einen Intraday-Trade im DAX zum Beispiel laufen hättest oder generell, wo holst du die News her? Wie bewertest du das, was da jetzt kommen könnte in 7 Minuten? Also ich nehme jetzt erstmal den Trade, den ich gerade laufen habe, als erstes Beispiel. Also es kommt immer ganz offensichtlich darauf an, in welcher Zeitebene bist du unterwegs. Und das ist jetzt, was wir jetzt mit der Inflation zu sehen bekommen, für mich ist das ein Rauschen. Also das ist keine News, die irgendwie ein Market Mover ist oder ein Game Changer potenziell. Also dass sich irgendwie meine fundamentale Einschätzung für den Euro-US-Dollar ändert. Das ist also wirklich eine langfristige Geschichte, also für meine Verhältnisse langfristig. Wo ich sage, ich gehe auf die Parität und tiefer und erwarte das auch nicht heute. Also ich gebe dem Markt auch Zeit und selbst wenn jetzt dieser Uptick in der Inflation nicht kommt, tatsächlich sogar vielleicht eine Enttäuschung da ist und es zu einer Gegenbewegung kommt, wäre das für mich jetzt kein Grund irgendwie zu sagen, okay, dann versuche ich nochmal günstiger reinzukommen. Wobei ich natürlich, wenn ich das jetzt intraday handeln würde, eine Idee hätte, was ich tun würde. Also ich habe jetzt hier den, das ist nämlich nicht ganz richtig, das ist nicht der 5-Minuten-Chart, sondern 15-Minuten-Chart. Nein, das war falsch. 15-Minuten-Chart. So. Und tatsächlich wäre es so, für diejenigen, welchen das Momentum spielen oder planen zu spielen oder wenn ich es handeln würde, auch diesen Bruch hier, den ich als tatsächlich sehr signifikant erachte, dann würde ich Folgendes machen, dann würde ich tatsächlich sogar
insgeheim darauf hoffen, dass es zu einer Enttäuschung bei den Daten kommt. Also sprich, dass diese Intraday, dass eine Gegenbewegung auf den Weg gebracht wird, beziehungsweise dass die Inflationszahlen enttäuschen. Denn eine solche Enttäuschung, die würde kurzzeitig eben mal so ein bisschen Druck vom Euro-US-Dollar nehmen und dafür sehr wahrscheinlich sorgen, dass wir hier eine Gegenbewegung in den Bereich so um 0,470, 0,480 vielleicht zu sehen bekommen, also alte Tiefs. Und solange wir hier Intraday es auch nicht schaffen, neue Tageshochs zu markieren, die hier gekennzeichnet sind, auch dann mit der Asia-Range, die ich zwischen 2 und 8 Uhr morgens eingefangen habe, also solange wir nicht über 1,0520 zurücklaufen, bleibt das Bild für mich auch ganz klar short. Und das bedeutet, wenn ich jetzt diesen News-Satz sehen würde, dann würde ich initial erwarten, wenn die Daten schlecht als erwartet reinkommen, dass wir eine Gegenbewegung zu sehen bekommen. Eventuell kriegen wir die sogar zu sehen, wenn die Daten gut sind. Einfach weil jetzt schon viel davon eventuell eingepreist ist, auch in dieser Abwärtsbewegung, dass man schon bereits vorher den Push gegeben hat. Man stelle sich einfach jetzt an der Stelle vor, da sitzt, ich weiß nicht, ein großer Händler bei einer Bank und der ist an erster Stelle halt Liquiditätsprovider und hat halt einen großen Kunden in Aussicht, der sagt, nach den Inflationszahlen ab, weiß ich nicht, 14:45 Uhr brauche ich eben Material. Also das bedeutet, ich brauche jemanden, der mir das entsprechend verkauft. Und jetzt stellt man sich eben vor, du bist in diesem Marktumfeld, bist du dann hier jetzt gezwungen, dem, ich sag mal, 5 Milliarden oder sowas zu besorgen, wie auch immer das geartet ist. Also ich rede jetzt hier nicht von einer spekulativen Position, sondern ich rede vielleicht von einer, wo der sagt, er muss seine Währungsrisiken absichern oder dergleichen. So, und jetzt kommt dann dieser große Kunde und sagt, pass auf, ich brauche jemanden, der mir das verkauft und du musst dich aber irgendwie positionieren. Also das heißt, du musst irgendwo dieses Material vorher schon herbekommen, um dann eben an dieser Stelle dich nicht zu stark zu exponieren, sondern eben möglichst diese Liquidität, die du selber auf dem Buch hast, an denen dann weitergeben zu können. Und du musst in diesem Marktumfeld halt schauen, dass du dich irgendwie, ja, wie gesagt, positionierst. Das heißt also, du musst Material da haben, du musst etwas kaufen, wo du eben dann dieses weiterverkaufen kannst an dieser Stelle. Und in solch einer Abwärtsbewegung wäre so etwas dann denkbar, dass man eben dann sagt, da wird ganz bewusst eben provoziert, dass so ein Impuls auf der Unterseite initiiert wird, damit eben derjenige, welche dann Volumen sieht, in welches er sich positionieren kann, um mit der Aussicht darauf, dass er den großen Kunden dann am Ende mit Liquidität versorgen kann, diesen entsprechend bedienen kann. Und so kann dann zum Beispiel so eine Rutsche zum Beispiel auf den Weg gebracht werden, die aber jetzt gar nicht mal so diese enorme Signifikanz hat und wo dann durch dieses aufkommende Kaufvolumen, was dann in diesem Bereich kommt, eben eine Gegenbewegung zu initiieren, die uns nochmal in Richtung dieses Ausbruchniveaus treiben könnte. Aber nichtsdestotrotz, es ändert halt fundamental nichts an dem insgesamten Bild für den Euro-US-Dollar. Das bedeutet etwas anders. Wir kriegen vielleicht jetzt so ein aktuell auch Sell the Rumors, Buy the Facts zu sehen, so ein klassisches, wir verkaufen erstmal das Gerücht und kriegen dann eine Gegenbewegung zu sehen oder die Daten enttäuschen insgesamt. Auf jeden Fall gibt es eine Gegenbewegung in irgendeiner Form. Und wenn wir dann einen Retest dieses Ausbruchlevels sehen, dann haben wir eben einen klassischen Short-Trigger im Grunde genommen, einen alten Support in dieser Region, der eben auch um diese alten Tiefs eben notiert, heute früh zweimal gehalten hat und dann in diesem Bereich, das wir einfach als Widerstandsniveau nehmen, ausgehend von wo man sich short positionieren könnte intraday mit einem Stop oberhalb der 0,520 und dann von hier eine nochmalige Attacke eben auf diese Tiefs zu fahren, eventuell sogar runterzusehen. Da muss man sagen, das wäre ja schon bilderbuchmäßig wie zur EZB, wenn du das größere Chartfenster anschaust, der Rücklauf zur 1,085, das war ja auch ein Ideal-Play, wenn du dir den Chart anschaust von Euro-US-Dollar zum EZB-Event, da ist er direkt zur 1,85 nochmal hochgelaufen, 1,085 ja. Und das ist genau so ein ehemaliges Support, Schrägstrich jetzt dann Widerstandslevel und das war schon, also man sieht ja ein Stück drüber gespiked, aber auf jeden Fall die Zone hat er herrlich abgearbeitet, um dann eben wirklich den Weg in den Süden einzuschlagen und jetzt sage ich mal so, jetzt haben wir noch anderthalb Minuten von den Newsflow, bist du da mehr also auf Twitter geeicht? Man hört ja, Twitter ist mittlerweile schneller als Bloomberg, was die News ja angeht? Tatsächlich. Ja, dann, also ich bin fast ausschließlich bei Twitter unterwegs. Also was heißt, ich bin ausschließlich unterwegs bei Twitter. Es ist kostengünstig, es ist schnell und du hast alle News sofort von diversen Quellen auch entsprechend. Also da ist auch egal, wo die News herkommt und du kannst sie dann entsprechend halt für dich verarbeiten eben an dieser Stelle. Es gibt auch unglaublich gute Webseiten, die auch gleich eine Einschätzung dann dazu geben, wie sind die News eigentlich zu interpretieren. Und das ist ja auch immer so eine Sache, du kriegst halt, weil du auch weißt, dass Twitter so eine unglaubliche Reichweite hast, du hast ja auch eine gute Einschätzung davon, wie jetzt wahrscheinlich der Markt das auffassen wird und kannst das dann eben auch in Relation setzen zu der Price Action, die du zu sehen bekommst. Also das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel der Markt,
jetzt nehmen wir mal dieses Gartman-Beispiel, massiv darauf spekuliert, dass eben die Parität gesehen wird, dann wird das wahrscheinlich eher nicht kommen. Genauso ähnlich wie mit der 20.000 im Dow Jones zum Beispiel. Wenn alle Welt irgendwie die 20.000 siehst, dann denkst du dir so, also die Wahrscheinlichkeit ist zwar gegeben, aber ich denke, das Chance-Risiko-Verhältnis nach oben wird einfach schlichtweg unattraktiver. Ähnlich auch die Sache, dann solche Umfragen, die jetzt auch dann stattfinden, gestern zum Beispiel, ganz interessant gewesen, die Frage eines Followers, der auch ganz viele Follower hat, tatsächlich, eines Twitternden, der auch ganz viele Follower hat, jetzt kommen die Daten jetzt kommt raus. Jetzt kommen die Daten rein gerade, genau, wollte gerade sagen, Bewegung ist ja noch verhalten, mal sehen jetzt, wie die Puls ist Breitausdehnung auch gar nicht gegeben. Hast du den Bit und Ask eigentlich bei dir auf dem Schirm? Nee, du hast nur den Bit hast du drin. Beziehungsweise siehst du bei dem hellen Chart gar nicht. Du hast, ist eine helle Linie, ist auch gar nicht dramatisch, gibt keine Spread-Ausweitung. Habe ich gerade gesehen, sehr komfortabel. Auch keine große Bewegung beim Euro-Dollar, muss ich sagen. Gar nichts. Also wenn man jetzt, das ist interessant, Dollar-Yen ist halt, reagiert jetzt ein bisschen bullisch, 10 Pips fester. Also das nehme ich immer als Orientierung, weil eben sehr zinssensitiv. Euro, ja, marginal leichter, ich würde jetzt mal sagen, kommt wie erwartet rein. Also ja, die Spur ist vorher gelaufen. Also ich sag mal, das Momentum hat er echt schon abgearbeitet zum Mittag. Vielleicht tatsächlich noch der Uptick, gucken wir mal. Aktuell 0,2 erwartet. Vorher 0,4, das ist Month on Month. Philly Fed ist fester. Wobei die Inflation signifikanter ist. Jobless Claims sind wieder ein bisschen niedriger reingekommen. CPI, ja, alles wie erwartet. Also hier sieht man es, Consumer Prices 0,2, Core Rate 0,2, also nichts. Nichts Überraschendes. Ja. Ein Non-Event, also, ja, wenn man so will, ja, stimmt. Hätte man mehr erwarten können. Alles gelaufen, das ist halt jetzt so die Sache, ne? Also alles gelaufen, das bedeutet, da könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, die Messe ist dann vielleicht nach unten gelesen. Die Reaktion ist natürlich extrem schwach, wenn man sich das ja jetzt mal aus der Perspektive betrachtet. Ja. Denn wenn man sagt, es ist schon gelaufen, dann würde man jetzt ja erwarten, auf erwartete Zahlen eher eine Gegenbewegung. Und wenn er das nicht macht, sondern konsolidiert, dann ist das eigentlich eher nochmal ein Grund, mehr skeptisch zu sein, dass da nochmal was nach unten kommt. Nicht unbedingt heute, aber auf jeden Fall, dass da nicht so diese scharfe Gegenbewegung kommt, die dann das ganze Spiel plötzlich als Fehlausbruch auf der Unterseite identifiziert. Und ja. Nee, ist was nicht. Warte mal, hier British Pfund wäre vielleicht mal ein Blick wert. Ne? Haben wir ja einiges an Wohler gekriegt heute, dank der Bank of England. Hier, ja, ab, richtig. 13, nee, Moment, 13 Uhr war es. Auch da kam übrigens der Impuls auf der Unterseite wesentlich früher. Also auch hier sieht man das, die sind ja gestern, British Pfund ist gestern ja auch relativ scharf abverkauft worden, hier auf die Fed und dann diese Spekulation eben, mehrere Zinsanhebungen in 2017 etc. Konsolidiert eine ganze Weile und ist dann auch hier, ähnlich wie auch da der Euro, US-Dollar, bereits vorher abverkauft worden. Selbst hier auf die BOE insgesamt ist eigentlich jetzt nichts Spektakuläres gelaufen. Also ich habe das eingefangen, die Bank of England hat, ich hätte persönlich zum Beispiel jetzt mal so einen leicht hawkischen Unterton irgendwie erwartet. Das bedeutet also, dass man da irgendwie andeutet, man sieht diese Abwertung des britischen Pfunds insgesamt so ein bisschen skeptisch entgegen, weil es eben eine importierte Inflation ist, keine real fundamental gerechtfertigt induzierte Inflation. Also wenn ich die Währung abwerte, so wie die Japaner es zum Beispiel gemacht haben, dann importiere ich mir zwar Inflation, also einfach um das mal zum Verständnis für den Zuhörer zu bringen, dann importiere ich mir zwar die Inflation, weil natürlich durch die Abwertung meiner eigenen Währung es für mich teurer wird, Güter zu importieren, aber ich habe natürlich keine real wirtschaftlich oder fundamental induzierte Inflation. Also eine, wo man sagt, da kommt die Wirtschaft ins Laufen und die Unternehmen produzieren und es gibt einen Boom mehr oder minder und infolge dieses Booms steigen eben die Preise, die aber dadurch kompensiert werden, dass die höhere Löhne zahlen und so weiter. Also ich habe wirklich einen Wirtschaftsboom, der sich halt etabliert, sondern das ist eben nur von außen induziert. Also im Grunde genommen, ja, also nach außen, die Zahl sieht wunderbar aus, aber wenn man dann zwischen den Zeilen liest, dann ist man vielleicht, naja, sollte man sehr skeptisch sein. Und das ist natürlich was man seitens der Briten eventuell auch vermeiden wird wollen, auf jeden Fall. Und in dem Zusammenhang halt die Äußerung hier von Carney, ja, CPI, also Consumer Prices, Verbraucherpreise, die könnten sich weniger stark beschleunigen, als dass die Bank of England im November eben verkündet hat. Also das bedeutet etwas anders. Man sieht durch die Abwertung des britischen Pfunds gar nicht mal so sehr das Potenzial, dass man sich Inflation dann importiert und die Verbraucherpreise anziehen. Das natürlich dämpft die Erwartungshaltung, dass es da vielleicht doch eine zeitnahe Zinsanhebung gibt, so wie wir das heute früh kurz thematisiert haben, wo ich ja sagte, gefühlt bin ich eigentlich eher long und Ziel 1,40.
Ja, also nichtsdestotrotz, er hat er dann noch hinzugefügt, und das hat dann das britische Pfund zumindest nach unten so ein bisschen stabilisiert, dass die Verbraucherpreise dennoch sehr, sehr wahrscheinlich das Inflationsziel von 2%, was die Bank of England ja ebenfalls hat, gegen Ende 2017 dennoch übertreffen. Also dass es da tatsächlich dennoch durch die Abwertung des britischen Pfunds eben eine Aufwertung gibt, was natürlich diese Spekulation dennoch so ein bisschen, so ein kleines Flämmchen am Leben hält. Sagt auch gleichzeitig, Bank of England says, it has limited tolerance for above target CPI. Also sie hat nahezu eine ganz begrenzte Toleranz dafür, solch eine überschießende Inflation zu sehen. Also das ist dann, wie gesagt, etwas, was das so ein bisschen konterkariert, diese Aussage. Aber alles in allem, schreibt dann hier World First, würde ich übrigens auch empfehlen, dem zu folgen. Das ist sehr, 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 sehr gut, was der an fundamentalen Einschätzungen eben auch rund um die Devisenmärkte kommuniziert. Dass eben die Bank of England alles in allem neutrales Statement eigentlich ausgegeben hat. Also nichts irgendwie, was jetzt da in irgendeiner Form auch game-changing zu interpretieren ist. Und ja, infolgedessen ist, wie gesagt, dann hier hält sich die Gegenbewegung auch so ein bisschen jetzt in Grenzen, obwohl ich sehe gerade, jetzt ticken wir so ein bisschen Ja, aufwärts. jetzt kommt er nach oben. Jetzt, die Verdauungsphase ist gerade so ein Stück weit gerade im Laufen, wie es immer so ist bei den News. Entweder mal so ein Move in die falsche Richtung. Wie gesagt, die Ranges sind eigentlich alle schon abgearbeitet. Man darf mal gespannt sein. Der Thomas bringt gerade noch rein hier. Vielleicht siehst du es, der Agena-Trader hat die News sofort in der Plattform. Da bin ich auch gespannt. Wie gesagt, liebe Leute, da könnt ihr euch auch drauf freuen. In Q1, also ja, in den nächsten 3 Monaten, 2017, werden wir den Agena-Trader auch einführen und da auch einen Haufen an Webinaren anbieten, um das praktisch dann mal ein Stück weit auch zu transportieren. Der Agena-Trader selbst ist ja eine, in Anführungszeichen, Waffe und sehr umfangreiche Plattform, auch mit den vielen Gimmicks, Add-ons und dergleichen. Aber das wird, wie gesagt, unsere Tools, die wir euch als Trader, Händler, Investoren anbieten, auf jeden Fall dann nochmal erweitern, die Toolbox. Also der Agena-Trader ist auf jeden Fall in den Startlöchern, so nah am Finish wie noch nie. Also insofern, das ist jetzt nur noch eine Geschichte von Wochen, Schrägstrich Monaten, wenn wir jetzt mal in das Q1 2017 blicken. Was hat denn eigentlich der DAX gemacht? Hast du den nochmal unter die Lupe genommen? Ich meine, mit unserem Schauen wir Prognostizieren. uns mal den DAX an. Ich wollte nämlich gerade auf die Frage noch eingehen von Lennart, und zwar für WTI, aber Ah da kommen wir ja. auch gleich drauf. Ich glaube, das ist nämlich eine etwas längerfristig orientierte Frage. Ja, DAX, das ist eigentlich ist so ziemlich genau das, was mich halt so ein bisschen davor heute Morgen zurückgehalten hat, irgendwie aktiv zu werden. Also hier dieser Spike, wie gesagt, mal kurz auf neue Jahreshochs waren es ja auch, und dank der Kristallkugel von dir war das ziemlich akkurat. Ja? Muss zugeben, das hat heute wirklich perfekt gepasst. Ich gebe zu bedenken, dass das nicht immer der Fall ist, aber heute ganz gut. Wollen wir mal sehen, ob der Close bei 11.3 stattfindet, dann bin ich ja mal ganz gespannt. Wobei ich da sagen muss, da bin ich auch drauf gespannt, weil ich glaube, wenn wir jetzt schon mal so einen kleinen Blick auf eine Stunde noch werfen in der Zukunft, auf den US-Markt, da bin ich sehr gespannt, ob der das zulässt, der Dow Jones. Weil der macht auf mich langsam aber sicher doch einen etwas angeschlagenen Eindruck nach oben. Also hier mal die Stunde im Dow Jones. Jetzt ohne, dass da die ganze Kram drin steht und so weiter. Also Dow Jones auf Stundenbasis ist das. Und was man hier, glaube ich, ganz gut erkennt auf der Stunde, ist, dass diese Region um 19.750 Punkte nach unten, dass die Intraday, glaube ich, ganz interessant werden könnte. Das ist der Bereich auch um die Tiefs von gestern. Und ich hatte bereits gestern kurz mal den Dow Jones auf dem Schirm. Also tatsächlich hatte ich gestern überlegt, ich hatte zwei Märkte unter Beobachtung rund um die Fed. Ich hatte einmal den Dow Jones auf dem Schirm, und dann hatte ich auch einmal den Dollar-Yen auf dem Schirm. Ich hatte kurzzeitig überlegt, den Dow Jones aggressiv zu shorten, nachdem der nach oben nicht durchgelaufen ist. Hatte das wirklich auf dem Schirm. Ich habe dann auch genau darauf geachtet, wo ich ihn geschortet hätte. Das wäre der Bereich um 19.870 ungefähr gewesen, 19.880. Das hat auch damit den Grund, weil bis dahin in diesem Bereich ungefähr die Tagestiefs lagen. Ich dachte, wenn wir da durchfallen, dann könnte da nochmal Dynamik reinkommen. Das sieht jetzt im ersten Moment erstmal so aus, als wenn das ja wunderbar gepasst hätte. Und dann kommt wieder die Frage, na, warum hast du denn nicht? Tatsächlich wäre ich in die Volatilität, und die hat mich davon abgehalten. Wenn du davor gesessen hast, hast du gesehen, da gab es wirklich enorme Schwankungen, auch auf 5-Minuten-Basis. Da habe ich nämlich, oder hätte ich tatsächlich hier bereits in diese Gegenbewegung, da hätte ich den Stop-Out wieder bekommen. Also da sieht man, dass der Markt zwar nach unten durchgerutscht, aber das Ziel dieses Trades wäre 19.750 gewesen. Also das heißt mindestens dieser Bereich, mindestens nochmal eine Attacke zu sehen. Und wenn du den hier in diesem Bereich erwischt, Short, und jetzt sagen wir mal, du hast einen Risk von, weiß ich nicht, 40 Punkten. Also ich hatte das gestern hier vorbereitet gehabt schon. Das habe ich auch, glaube ich, noch auf dem Schirm. Wo ist er denn?
Wo ist er denn? Da, da ist er. Da kann man das hier schon sehen. Ich habe dort den Markt versehen, einmal mit dem RSI, das ist jetzt allerdings nur als Orientierung, der mir halt zeigt, dass das Momentum sich nach oben erschöpft. Also das sehe ich daran, dass der eben hier beginnt, seine bärische Divergenz auszubilden, höhere Hochs hier markiert, aber die eben hier nicht mehr bestätigt wird. Das dient mir dann immer so als bisschen als Orientierung, was ich dann eben mit einer markttechnischen Analyse noch versehe. Und dann habe ich hier die ATR, um möglicherweise einen Volatilitätsstopp eben dann zu setzen. Und gestern in dieser Kerze, da lag die hier ungefähr bei 20, 25 Punkten. Bei einer zweifachen ATR, die man als Volatilitätsstopp nehmen kann, hast du ungefähr 40 bis 50 Punkte Stopp. Und das hätte bedeutet, wenn ich jetzt den Short genommen hätte, auf der 1988, glaube ich, machen wir 75, machen wir es in der Mitte. Dann wäre es so gewesen, dass ich mit einem Stop von 40 Punkten in dieser Abwärtsbewegung hier mein Risiko hätte verdient. Und zwar sowohl 40 als 50 als auch 50 Punkte. Das kann man eben hier erkennen. Siehst du, Jens, ganz kurz zwischen, siehst du, wenn du dann dein einfaches R hast, dann sozusagen den Stop gern nach auf Break-Even. Ist das grundsätzlich so oder? Ja. Ja, also ganz besonders im Intraday-Handel und ganz besonders auch in solchen stark risikobehafteten Phasen wie gestern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine Swing-Position habe oder auch eine längerfristige Position, dann kann es sein, dass ich ein bisschen großzügiger bin. Wobei das auch davon abhängt, wie meine insgesamte Einschätzung ist, also das Feedback, was ich gerne vom Markt haben möchte. Da kann ich gleich zwei Beispiele nehmen. Einen hatte ich im Dollar-Yen, der war vor der Trump-Geschichte, da war ich long. Leider war ich nicht mehr long jetzt in diesem Lauf der letzten Tage, denn sonst hätte ich dieses Jahr doppelt und dreifach verdient, aber ja, also da habe ich den Stop of Break eben nachgezogen, weil das Feedback nicht gut war, beziehungsweise kurzzeitig dann der Markt, nachdem er schon bereits das Risiko, das Initiale gelaufen war, auf eine News dann auch massiv wieder zurückgekommen ist. Das war damals die Geschichte mit den Clintonschen E-Mails und eine ähnliche Kiste hatte ich jetzt auch zu Beginn der Woche im WTI. Da war das auch so eine Geschichte, wo man jetzt wiederum sehen kann, im WTI war das vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber wie gesagt, also ich sag mal 90% der Fälle, ist es eigentlich so, dass ich dann, wenn ich das initiale Risk verdient habe, dass ich dann den Stop of Break Even nachziehe. Das passt, glaube ich, auch ganz gut mit dem, was ich heute früh schon sagte. Also ich bin nicht der Scalper-Typ, aber ich bin der Typ, der gerne möglichst kurz am Markt verweilt, im Risiko verweilt, so formuliere ich das mal. Also das bedeutet, ich möchte vom Markt sofort initialen Feedback haben, dass das, was ich tue, richtig ist. Und wenn, oder so wie ich den Markt einschätze, dass das okay ist, und wenn es nicht tut, dann bin ich auch bereit, den Trade einfach wieder zu geben und dann entsprechend dann Break-Even mich aus dem Markt rausnehmen zu lassen. Und das wäre tatsächlich dann gestern, wie gesagt, rein hypothetisch so gewesen. Also ich habe mir das auch mit Aussicht jetzt heute auf diese Session hier, habe ich mir das ganz genau dokumentiert auch, damit ich diese Gedanken dann nochmal nachformulieren kann. Normalerweise würde ich das jetzt nicht so genau dokumentieren können, einfach weil das für mich ein Trade von vielen ist. Also es wäre einfach ein Trade, gut. Und dann kommt der nächste, kommt bald. Kommt deswegen, ja noch dazu. Kommt ja noch dazu. Ja. Das ist es ja. Man sollte sich auch nie in seine Trades verlieben. Das ist schon mal maßgeblich der Fall auf jeden Fall. Ja, das ist, also man hat da eine Dokumentation, klar in seinem Trading Journal, aber es interessiert mich eigentlich weniger, in welchem Asset das war, sondern was für Kennzahlen dieser Trade dann generiert hat. Also aber wichtig. Das ist, glaube ich, für die Teilnehmer dann auch nochmal, also du führst ein Trading Journal zu jedem Trade, ist das so? Ja, auf jeden Fall, sogar inklusive auch vermerkt dann. Also jetzt zum Beispiel habe ich mir bei dem Euro-US-Dollar-Trade, auch das ist ja jetzt erstmal ein Trade von vielen, habe ich mir aber ganz genau auch hintergeschrieben, was das für ein Trade ist. Also dass das ein langfristig orientierter Trade ist. Das natürlich dann auch wiederum wichtig ist, wenn ich mir zum Beispiel die Haltedauer der Trades dokumentiere. Also das bedeutet natürlich, jetzt könnte es natürlich sein, dass ich irgendwann mal Feedback aus den Trading Journals hier mit den kurzfristig orientierten Trades war ich besser als mit den langfristig orientierten Trades. Dafür muss ich aber genau natürlich dokumentieren, okay, was ist denn ein langfristiger und was ist ein kurzfristiger Trade und darf das auch nicht in irgendeiner Form vermixen. Also ich denke, dass da auch so eine Separierung, denke ich, ganz, ganz wichtig ist. Also man sollte nicht zu detailliert sein im Trading Journal, wobei das sollte ich vielleicht so nicht formulieren, weil eigentlich gibt es nicht zu viele Details, aber man sollte sich halt, genau wie bei der Chartanalyse auch, man sollte sich auf die wesentlichen Aspekte formulieren. Also sobald der Chart aussieht wie ein bunter Eimer Knete, du erkennst keinen Chart mehr, sondern hast nur noch Linien drauf, ist natürlich, ja, also wenn es funktioniert, ist schön und gut, aber ich habe selten jemanden kennengelernt, bei dem es wirklich funktioniert hat. Und so ist es, glaube ich, im Trading Journal auch. Also es gibt Kenngrößen, die über Profitabilität im Trading mitentscheiden, ganz wesentlich mitentscheidend sind. Durchschnittliche Gewinner, durchschnittliche Verlierer, folglich dann das Payoff-Ratio.
Das ist ganz, ganz wichtig, natürlich Trefferquote, Verlustquote und dergleichen. Aber darüber hinaus wird es dann schon sehr detailliert eigentlich in meinen Augen. Das kann man dokumentieren, aber tatsächlich glaube ich, auch hier gilt so ein bisschen diese KISS. Also ich fahre damit ganz gut, so formuliere ich das mal. Ja. Ja, ist gut. Gut zu wissen. Ja, also nochmal ganz kurz zu dem als Trade-Gedanken. Wie gesagt, der Filter, der wäre irgendwo hier erfolgt vielleicht, ja, also in diesem Bereich, vielleicht auf die Kerze, also irgendwie irgendwo hier wär die 75 gewesen. Und dann hätte ich, wie gesagt, das Initialrisiko von 40, 50 Punkten, was ich gehabt hätte, volatilitätsbasiert, hätte das eben hier in diesem Rutsch dann bereits verdient. Man sieht hier, wenn ich die 75 shorte, dann bin ich da in der Spitze fast 60 Punkte vorne, also habe die 40 bzw. 50 Punkte verdient. Stehe dann mit dem Stop auf Break-Even und werde dann genau in dieser Bewegung ausgestoppt. Das heißt also, das sieht zwar auf der Stunde, sieht das super imposant aus, aber ich weiß eben auch von meinem Trade-Management, dass ich da nicht traurig sein muss, dass ich da diese Short-Bewegung nicht gehandelt habe, diese Abwärtsbewegung, die Attacke dann auf die 750, weil ich einfach weiß, ich wäre vorher schon bereits aus der Position ausgestoppt worden. Also das einfach nur mal so als Idee dahinter. Aber nichtsdestotrotz, das hat gestern eben mich auch dann in die Position gebracht, ich habe das genau beobachtet, was da im Dow passiert ist, dass ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, dass da nach oben erstmal nicht mehr so viel kommt. Also ich sehe nochmal nicht den Crash jetzt vor Weihnachten, aber ich sehe zumindest mal das Potenzial, dass wir zumindest mal eine ernsthafte Attacke nochmal auf diese Tiefs von gestern starten, um 19.750 Punkten. Und wenn wir da drunter fallen sollten, dann haben wir auch zügig nochmal Potenzial, vielleicht sogar bis in den Bereich hier so um 19.500 Punkte. Das ist natürlich Intraday schon mal ein Brett, das sind 250 Punkte. Und die kann der Dow, denke ich, auch ohne Probleme laufen, fühlt man sich vor Augen, dass wir ja eine massive Übertreibung eigentlich schon fast auf der Oberseite zu sehen bekommen haben. Und da wäre dann so eine Korrektur von eben 250 Punkten jetzt nicht unbedingt viel. Tatsächlich könnte man sogar sagen, das ist eigentlich gar nichts. Man könnte doch auch hier auf die Region 19.200 gehen, aber da bin ich halt noch nicht so optimistisch. Also wenn das jetzt zu Beginn des Jahres wäre und wenn dann auch so eine leichte Risk-Off-Stimmung in den Markt käme und dergleichen, dann wäre das, stimmt das völlig außer Frage. Aber aktuell gestehe ich dem Markt so viel Potenzial eben auf der Unterseite nicht zu und wäre da auch eher ein bisschen aggressiver dann mit möglichen Take-Profits. So, und wenn das im Dow passierte mit der 57, die fällt, dann wäre natürlich auch der Punkt hier im DAX, der, dann könnte man für den DAX auch erwarten, dass wir auch da nochmal ein bisschen unangenehmer rutschen und vielleicht dann hier so die 240, 250er Region heute attackieren. Wenn wir unter die fallen, dass wir dann vielleicht auch nochmal 100 Punkte auf der Unterseite machen. Das einzige Problem ist halt, Haupthandelszeit ist dann eher Dow Jones. Also vielleicht sollte man sich eher auf den Markt fokussieren, wo der Referenzmarkt offen ist, wo die Liquidität gegeben ist und dergleichen. Besonders wenn man sich da auf Intraday-Ebene eben plant zu positionieren. Ja. Ja, das hast du wieder schön ausformuliert. So den Blick führt, wir hatten ja heute Morgen schon auch die Big Picture-Analysen zu DAX und Co. Siehst du, also das ist so ein Punkt, EUVAX-Sentiment lese ich gerade von Bernhard bei 0. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Gold mit einer kleinen Erholung, ja, das kam jetzt alles ein Stück weit zurück, Euro auch. Die Ranges, wie gesagt, sind eigentlich abgearbeitet. Also da, wenn jetzt noch großes Momentum kommen würde, würde es mich eigentlich jetzt überraschen auf der Unterseite. Also ich glaube, der Markt ist relativ gesehen ausgebombt. EUVAX kannst du direkt mal schauen, genau. So für 2017 generell war die Frage so im Chat, was meinst du, also sag mal, wir haben jetzt klassisch wirklich eine Jahresendrallye, die viele erwartet haben nach dem Sommerloch, fallende Volatilität, alles ein Stück weit zäh, dann die Brexit-Geschichte, dann die Trump-Wahl und, aber grundsätzlich ist das vom Sentiment und von der Saisonalität her, was wir bisher sehen, der absolute Knaller, es passt voll rein in den Lauf. Was denkst du für den DAX? Du hast ja vorhin gesagt, auch 12.000 plus, also die alten Highs, eher weniger, so von deiner Einschätzung her. Meinst du, die Rallye setzt sich nicht fort praktisch? Mittelfristig, großes Bild jetzt. Ach, ja. Ein bisschen Bauchschmerzen. Ich meine, wir können alle nicht in die Kristallkugel gucken, außer wir schauen in die Fuzzi-Vektorlogik auf Monatsbasis. Ja, dann hast du den Fahrplan bis 2020. Spaß beiseite, gibt es auch gar nicht. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle noch nicht einbauen. Aber ja, es ist im Prinzip hängt es ja auch immer von Key-Level ab. Ja? L4 ist so eine Marke oben. Da muss man ganz klar sagen, wenn der DAX die breakt, dann haben wir ja auch schon festgestellt, dann geht es so 200, 300 schrittweise weiter. Und ich glaube, dann könnte auch die 12.000 plus anvisieren. Aber man sieht, das ist ein schönes Key-Level L4, plus minus 50 Punkte. Ich denke, da würde auch nach der aktuellen, du hast es ja auch in dem rosa Pfeilchen das schon im Prinzip vorgeskizziert. Ich denke, da oben haben wir dann so einen gewissen
Angebotsüberhang. Gerade die Rallye, schau dir das an, die letzten Tage, das ist einfach mal ein steiles Brett nach oben gewesen. Also, dass da Gewinne nicht mitgenommen werden würden, würde mich wirklich stark wundern. Also, das muss man ganz klar sagen. Wobei, wie gesagt, ich hatte vorhin ja auch auf meinem Desk gezeigt, dass der FDAX und auch, wie gesagt, der Xetra DAX ja saisonal, und das ist unglaublich eben, dann tatsächlich ab Mitte Dezember jetzt bis vor Weihnachten, Schrägstrich, vor Silvester, hier wirklich starken bullischen Bias aufweisen und das eben mit Blick auf die letzten 20 Jahre dann auch zurückgerechnet noch in die 90er rein. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Feststellung, die sich eben tatsächlich immer und immer wiederholt. Also in der Masse. Es gab natürlich auch Verlustjahre, aber das muss mal gesagt werden. Also grundsätzlich 2017, was meinst du? Es ist wie gesagt jetzt kein, ich nagel dich jetzt nicht fest, weil wir leben ja mit einem lebenden Chart und müssen uns auch anpassen, aber so gesehen meinst du, wir gehen da eher nochmal in die Richtung Hochs? Oder würdest du eher sagen, es wird ein Verhaltensjahr? Prognose Also abgeben ich ist glaube, immer es wird, relativ. also ich würde mal so sagen, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir einen durchwachsenen Start ins Jahr sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir hier mit wehenden Fahnen ins neue Jahr durchstarten. Auch deswegen, weil es auf ganz natürliche Art und Weise wohl auch Portfolio-Umschichtung geben dürfte, bei denjenigen, welchen, die eben auch im US-amerikanischen Bereich vielleicht massiv auf der Long-Seite unterwegs sind. Und zwar im Equities-Bereich ganz besonders und die einfach durch anziehende Zinsen da eine auf ganz natürliche Art und Weise Diversifikation ihres Portfolios auch vielleicht wieder in Richtung Bonds und so weiter vornehmen müssen. Infolgedessen wird es wahrscheinlich ein holpriger Start wahrscheinlich ins Jahr geben. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit würde ich selber so mit 75 bis 80% taxieren. Und dann darüber hinaus, ich muss ganz ehrlich sagen, also das macht die Wahl Donald Trumps ja auch irgendwie so schön. Er hat einfach so viel Überraschungspotenzial, so man weiß irgendwie nie, was kommt. Mittlerweile ist es ja so, dass man dem sogar bei Twitter mehr folgt als dem Bloomberg Terminal, weil der ja immer mit Aussagen kommt, die einen aus den Socken hauen. Zum Beispiel, wir wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben für die Air Force One, weil irgendwie sind die Preise zu hoch und Boeing muss sich da was einfallen lassen. Resultat, Boeing-Aktien werden erstmal massiv verkauft. Und das, was ich damit sagen will, ist eigentlich, der hat immer so das Potenzial, wirklich mal so einen Überraschungseffekt auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, was wir gerade sehen, auch im DAX, ist, ich glaube, es ist weniger, weil man sich so sehr auf die EZB hier verlässt, dass da mehr Liquidität läuft und dass Aktien alternativlos sind. Das waren sie auch schon vorher. Das waren sie auch schon, als die EZB hier im März 2015 dann die Geldschleusen aufgemacht hat. Ab Januar 2015 im Grunde genommen QE ganz klar als Alternative. Nee, als Alternative, als Programm verkündet hatte. Und wir haben dann dieses Squeeze nach oben gesehen und haben dann ab April 15 eben eine scharfe Abwärtsbewegung gesehen, die hier, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent sind das, ist über ein Drittel, ne? Das sind 30, 35% sicherlich, die der Markt hier von den Hochs bis zu den Tiefs korrigiert hat, natürlich unter hohen Schwankungen. Und das heißt also, dieses Argument kann ich irgendwie schwer zählen lassen, dass Aktien alternativlos sind. Also das waren sie auch vorher schon. Und das meint im Umkehrschluss meiner Meinung nach, dass wir sehr stark von den US-Märkten abhängen dürften. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass Trump hier einen Alleingang ziehen kann. Also sprich, der wird nicht schalten und walten können, wie er will. Vielleicht hat er jetzt an der einen oder anderen Stelle, einfach weil es was Neues ist und weil es so nicht bekannt ist vom bisherigen Establishment, so wie es ja immer kommuniziert wird, auch seine Rhetorik, die ja immer ein bisschen, ich sag mal, harscher ist und ein bisschen einfacher vielleicht gestrickt ist, wo er auch einen Großteil der Wählerschaft dann in den USA auch damit versucht anzusprechen, dass das jetzt im ersten Moment so ein bisschen vielleicht auch gehypt wird und dass dieses Make America Great Again auch in den USA dazu führt, dass man eben die Aussicht auf fiskalpolitische Stimuli und so weiter wirklich feiert, offensichtlich feiert, aber dass das wesentlich schwerer für ihn umsetzbar wird, als man das vielleicht derzeit auf dem Radar hat. Was bedeutet, dass hier ich auch für die US-Märkte nicht diese Multi-Billion-Dollar-Rallye auf der Oberseite weiter fortgesetzt sehe, die uns weit über 20.000 führt. Alles in allem zurückgeführt auf den DAX, ich glaube, es wird eher durchwachsen. Also es wird ein holpriger Jahresstart und ich kann mir vorstellen, dass das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen haben, im DAX eine ganze Weile, also wir haben ja lange gebraucht eigentlich, um uns von den Abschlägen zu Beginn des Jahres wieder zu erholen, sind wir massiv bärisch reingekommen, dann kam der Brexit, wieder ein Rückschlag, wir haben lange Zeit eine Seitwärtsbewegung gesehen, wir sind um die Nulllinie für das Jahr gependelt und jetzt gerade so hinten raus kam dann doch nochmal eine Initialzündung.
Wir hatten Brexit, wir hatten Trump, das haben wir gut weggesteckt. Ich glaube allerdings, wenn wir Le Pen und wenn wir Wilders und wenn wir Frauke Petri und AfD und wenn wir Beppe Grillo und Fünf Sterne in Du meinst den Rechtsruck? Den Rechtsruck, ich glaube, also irgendwann ist dann auch mal der optimistischste Optimist eventuell ein bisschen weniger optimistisch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann das nicht mehr dazu reicht, dass wir auf der Oberseite so durchstarten. Plus Trump, der kommt noch ergänzend dazu, wenn er seine fiskalpolitischen Überlegungen nicht durchsetzt, dann habe ich so ein bisschen Zweifel, ob da wirklich so viel Potenzial noch auf der Oberseite kommt. Aber wie du schon sagst, am Ende macht der Markt die Richtung und wir funktionieren so. Schieb mal den Bildschirm nochmal kurz rüber. Ich gebe ihn dir gleich mal zurück. Ich will nur mal für die, die jetzt heute Morgen nicht dabei sind, nochmal den S&P zeigen, wegen der Zyklusgeschichte vielleicht. Weil das ja eben genau die interessante Thematik ist. Ich meine, wir gehen schon davon aus, dass zyklisch, wie gesagt, eigentlich relativ die Luft heiß gelaufen ist. Man muss jetzt eben sehen, was passiert, wenn die Dollargeschichte dann noch, wie das sich auswirkt, haben wir uns heute Morgen ja auch breit ausgelassen, dass es dann einen Überraschungseffekt geben könnte. Ich habe jetzt nochmal das Bild auf den Schirm gebracht zum S&P vom November war das meines Erachtens, genau. Und da sehen wir ja im Prinzip, dass es schon, also never stop the market, ne? Man kann eben auch hier den exponentiellen Steigungsfaktor auch nicht ausbremsen, wie wir das eben Mitte der 90er hatten, wo man meint hier Ende der 80er hier die Bewegung in Richtung was war das dann hier, 500 Punkte beim S&P, da ist jetzt eigentlich Schluss und dann kam eben nochmal der richtige Hype in Richtung 1000 Punkte nochmal draufgelegt, obwohl das davor im Prinzip schon eine geile Bewegung war. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann es weitergehen? Ich habe jetzt hier den aktuellen Chart zu der Geschichte und im Zuge dessen, dass wir ja jetzt erst ein, hoppala, das war mal eine gute Show hier, jetzt muss ich den Chart nochmal laden, das war mal eine breite Linie, würde ich meinen, im Zuge dessen, dass wir den gleich kommt er nochmal. S&P 500 auf der Oberseite auch. So, jetzt wird er gar nicht, doch jetzt ist er eingeladen, da ist er. Den S&P 500 sozusagen hier nehmen könnten und das im Prinzip das weitere Hoch sozusagen abtragen. Dann sind, wie gesagt, Niveaus, jetzt gehe ich mal hier auf den Monatschart. Hier jetzt mal ohne den Zyklusmodus. Und man sieht hier gewisse Projektionen von ja, den Range-Verhalten, das wir hier gesehen haben von den 2000ern, was natürlich auch interessant war, dass wir hier vom Dotcom-Phasen-Hype sozusagen hier ja über erstmal 8 Jahre bis zur Finanzmarktkrise seitwärts konsolidiert sind, ein Fake-Breakout auf der Unterseite hatten. Und dann muss man ja sagen, erst der richtige Ausbruch hier 2013 kam. Also grundsätzlich ist der S&P ja über ein Jahrzehnt in einem Seitwärtsmodus gelaufen, ja, wenn man das mal hier so auf dem Modus sieht. Da sollte man übrigens auch noch mal ganz kurz dann was zu anmerken. Das war die Sache mit diesem Schiller-KGV, was wir heute früh gesagt genau. haben. Wir haben auch 2000 diese Stände gehabt, die wir sie jetzt sehen. Und was wir halt hier sehen, es ist ja nicht so, dass da keine Trends waren oder so. Also man kann da sicherlich auch auf Daytrading-Ebene einiges an gutem Geld verdienen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, für ganz langfristig orientierte Investoren könnten die derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnisse auch in den USA nicht unbedingt was Gutes bedeuten. Also es kann schon sein, dass wir also 4 Jahre Minimum unter Trump eher Schwankungen auf der einen und anderen Seite sehen, auch vielleicht 8 Jahre, wer weiß, ja, der Mann, der wird vielleicht nochmal wiedergewählt. Das wäre der Knaller. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall, also Fakt ist, dass vor diesem Hintergrund dann vielleicht auch hier das über sehr, sehr viele Jahre sehr lange seitwärts gehen kann, also wo man eher so, sag mal, dividendenstarke Titel haben sollte im Portfolio. Mhm. Und nicht wirklich welche, die eben die von Bewegung leben, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen plump formuliert. Ja, da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, die Gretchenfrage ist halt tatsächlich, die große Seitwärtsphase ist ja jetzt nach oben aufgelöst. Ne? Und wenn man so die Zyklusgeschichte hier sieht vom Chart, ja, im Grunde genommen hatten wir immer steile Phasen gepaart mit Korrekturbewegung oder eben marginale Korrekturbewegung. Und wir hatten ja letztes Jahr, Anfang diesen Jahres die China-Geschichte, wo es ja ein bisschen turbulent wurde, wo auch die Ängste mehr oder weniger so ein bisschen durch den Markt poppen. Das waren jetzt hier im Prinzip die Januarkerze, Februar, das waren hier die Geschichten, wo der S&P im Prinzip seine Korrektur vollzogen hat von den All-Time-Highs und dann sich so langsam hochgeschraubt hat. Die kritische Frage aber, wie gesagt, wie wird er das jetzt fortsetzen? Also da ist die Grafik ganz interessant, dass ich mir sage, wenn da jetzt keine große Korrektur mehr startet, also ja gut, Seitwärtsphase ist im Prinzip das geringste Übel dann an der Geschichte, oder aber es geht dann eben direkt nochmal Push-Up-mäßig nach oben im Zuge dessen, dass Trump ja weniger auf stabile Haushalte zählt, als vielmehr eben
aggressives Wirtschaftswachstum ins Leben rufen will, koste es, was es wolle. Wobei die Qualität der Jobs, die da geschaffen werden und dergleichen natürlich auch, das hast du ja heute Morgen schon festgestellt, durchaus zu hinterfragen ist, ob das dann alles so ja, das bringt, was dann jetzt hier vorausgeschaut wird und eben wie Janet Yellen das und die Notenbank dann weitertragen werden. Das wird auf jeden Fall mal interessant sein zu beobachten. Aber was ich interessant finde, ist ja der Stab, den er aufbaut. Was sagst du zu dem Finanzminister hier, Ex-Goldman Sachs-Banker? Ja, ich finde den top, den Mann, aber ich glaube, damit bin ich wahrscheinlich in Berlin unter einer rot-rot-grünen Regierung der Einzige. Aber man muss ja sagen, man muss ja jetzt mal, wir wollen keine Politik machen, wir gehen sofort wieder auf die Märkte, aber man muss natürlich sagen, wenn man, sag ich mal, Fachressourcen hat oder Fachbereiche, ja, dann macht es ja durchaus Sinn, Leute aus diesem Bereich, ich meine, aus der Rüstungsindustrie jemanden auf den Verteidigungsministerposten zu setzen, ist natürlich immer so eine Sache des Interessenkonfliktes. Aber man sollte zumindest ja mal Auf der jemanden Kehrseite hat, muss man genau. sich natürlich mal fragen, also jetzt ohne die Arbeit der Frau von der Leyen oder auch ihrer niederländischen oder ihrer, ich weiß gar nicht, wo sie überall herkommen, Kolleginnen in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Aber das ist natürlich auch so eine Glaubwürdigkeitsgeschichte. Ja? Also wenn ich da eine Frau sitzen habe, das soll jetzt nicht diskriminierend gemeint sein, aber Fakt ist einfach mal, ich kann mir die schwer als Verteidigungsministerin einfach vorstellen. Ja, das zieht sich ja auch durch jedes Ressort fast. Ich meine, das sind viele Leute, Arbeitsministerin, Arbeitsminister, das sind ja Leute, die haben ja noch nie gearbeitet und das ist im Prinzip, also sind im Beamtentum groß geworden. Insofern ist es eben durchaus die Frage, wo da der Bezug zur Realität ist. Ist es vielleicht gut oder schlecht? Das wollen wir mal nicht dahinstellen. Aber im Grunde genommen baut er sich ja einen Stab auf, der sozusagen kapitalistisch betrachtet, gerade als Trump-Man, der ja, sag ich mal, als Milliardär auch seinen Weg eingeschlagen hat, ob das jetzt gut oder schlecht war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber, sag ich mal, zum Push-Up der Wirtschaft kann das natürlich schon den Stimuli bedeuten. Zumal ja, wie gesagt, der Dollar, ich glaube, wie gesagt, hier seine Trendwende erfahren wird, weil aufgrund dessen, was er alles plant, da, ich glaube, auf Haushalt wird da nicht geschaut werden in den nächsten Jahren. Und das wird, wie gesagt, durchaus auch als Stimuli der Märkte vielleicht sozusagen honoriert. Also da bin ich mal gespannt, wie die Reise noch geht. Wobei natürlich auch interessant ist, mit seinen Twitter-Aussagen pusht und, sage ich mal, bringt er das ein oder andere Aktienvehikel auch mal schnell in die Schieflage. Wenn man Und da auch da gibt es ja mittlerweile auch negative Berichterstattung, so nenne ich sie mal, wo man plötzlich feststellt, der Mann twittert irgendwie um 14.32 Uhr, um 14.25 Uhr ist irgendwie ein großes Paket Aktien in den Markt gestellt worden. Frontrunning neu definiert, aber ja, was der US-Präsident macht, das ist halt okay, oder wie? Das, also, ja gut, also da muss ich sagen, puh, also da will ich mich gar nicht in der Spekulation hingeben, aber ich will gar nicht wissen, was da in einem Hinterstübchen gekocht wird. Aber grundsätzlich haben wir hier ein Ausbruchsszenario laufen, ne, wo man sagt, die Amerikaner ziehen ja sozusagen Europa mit. Ich meine, was wir ja auch sehen, wir sind hier beim S&P hier, ja, auf dem Allzeithochniveau, beim Dow Jones auch. Und wenn wir uns jetzt mal unseren müden DAX angucken, dann sind wir hier, wo ist er denn hier hin? Ja, dann sind wir ja natürlich deutlich noch unter den Hochs und haben ja erstmal den Widerstand bei 11,4 zu knacken, bevor ja irgendwas weitergeht. Aber grundsätzlich, sag ich mal, so bärisch sieht mir das jetzt nicht aus, die Geschichte hier, ne? Also das hat schon Drive in meinen Augen. Also wenn der jetzt hier nicht negativer Überraschungseffekt kommt, denke ich mal, da sind die Hochs durchaus drin, beziehungsweise Lauf dahin, um die Frage von vorhin nochmal zu beantworten. Also über 11,4, wenn das auf Weekly- und Monthly-Basis klappt, dann denke ich mal, sind nochmal 1000 Punkte drauf, jetzt nicht die große Nummer. Ob sich das dann sozusagen aber ewig weiter fortsetzt, wie gesagt, das ist im Zuge des Schiller-KGVs, ja, ein Punkt, ja. Wobei ich jetzt auch eine, ich glaube, das hatte ich. Ich glaube, der DAX ist aber noch relativ günstig bewertet. Also ich glaube, der steht bei 14,7 oder 15 so rund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die US-amerikanischen Märkte, die stehen bei 27, 28. Also da wirklich, da reden wir von Blue Chips, also jetzt nicht von irgendwelchen Technologieunternehmen. Das ist schon und da ist der DAX eigentlich relativ günstig bewertet. Was ich halt interessant machen würde, wäre, wenn man sich jetzt mal den DAX betrachtet, in US-Dollar beispielsweise bewertet. Wie die Amerikaner den sehen, ja, das stimmt. Ich glaube, das kommt da nicht so gut. Das ist ähnlich wie auch mit dem FTSE in Großbritannien, der ja massiv durchgestartet ist, aber durch die Abwertung des britischen Pfunds zum US-Dollar ist der irgendwie aufs Jahr, glaube ich, 7% tatsächlich down, gar nicht im Bereich der Allzeithochs. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das so sinnvoll ist, das so zu betrachten, aber es relativiert natürlich dann auch entsprechend diese Entwicklung. Ja. Ähnlich wie auch wahrscheinlich eine Kursindexbetrachtung für den DAX, das sehr stark relativieren würde, was wir hier an bullischem Potenzial sehen. Das ist ein Performance-Index, aber ja, wie gesagt, dass wir sozusagen
einen gepimpten DAX vor Augen haben und der sozusagen die Marktagenda spielt. Das ist auch so ein Vehikel, wo man wirklich hinterfragen kann, aber das ist nun mal so gewollt. Und ich meine, Dividenden, das ist sozusagen der Treibstoff auch der Märkte natürlich und wird hier im DAX impliziert, dass das natürlich kaum ein anderer Index macht, ist natürlich so ein bisschen das Stolperwerk an dem. Deswegen kann man ja auch DAX und S&P jetzt nicht wirklich vergleichen miteinander. Wobei dann natürlich, gerade wenn der DAX ein Kurs, also nicht der Performance-Index wie hier, sondern der Kursindex, dann wird das Bild ja noch übler aussehen im Vergleich zum S&P, wenn man das jetzt mal in den Kontext setzt. Ja. Gerade ja. Eben im Zuge des Abstands zum Allzeithoch. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Situation grundsätzlich gut. Also ich sage auch so, mal pauschal in die Zukunft ausgeworfen, ich glaube, der DAX wird eher bei 20.000 Punkten stehen als bei 5.000, um das jetzt mal hier von dem aktuellen Level auszugehen. Also das ist was, wo ich sage, gut, da ist, glaube ich, auch der Investor oder der Aktiencharakter zu sehr in mir verwurzelt, dass ich jetzt, wie du auch sagst, wir wollten auch heute Morgen nicht den großen Crash da an die Wand malen, weil ich auch nicht glaube, dass es kommen wird. Auch wenn es da mal viele Dr. Dooms gibt, wie gesagt, grundsätzlich Korrektur, ja, darf auch mal stärker sein, aber ich glaube eher, dass wir in 5 Jahren irgendwo hier oben mit Sicherheit notieren, als hier unten. Das würde ich mal doch behaupten. Aber also die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass wir aber nochmal diesen schönen grünen Kasten anlaufen. Jetzt bloß auf das hier, die 8130, das wäre schon eine Punktlandung. Also, aber wobei, du musst natürlich auch sagen, vom aktuellen Level reden wir hier über eine extreme Korrektur, aber die natürlich auch, sage ich mal, initiiert durch Amerika, wenn es denn dazu kommen sollte, dass der S&P auch mal stärker zurücksetzt, ja. Amerika hustet und Europa hat einen Schnupfen. Wenn das mal passieren würde, dann kann man schon davon ausgehen, dass der S&P dann auch, oder wenn der S&P hier nochmal die Region 1,819 testet oder 1870, ist direkt hier so ein Key-Level, das wäre schon eine schöne Nummer. Wenn er da durchbricht, dann haben wir auch hier sozusagen die mögliche Pullback-Chance an frühere Allzeithochs und das, ja, kann ich mich nur wiederholen, wäre auf jeden Fall die Kaufchance des Jahrhunderts in meinen Augen, wenn der Index dahin zurückkommt. Aber da ist er weit, weit weg und er tut das Gegenteil. Anstelle da irgendwie hinzutendieren, zieht er weiter nach oben raus und dann kann man entweder die Fahrkarte ziehen und dann nur hinterher schauen und sich sagen, naja, wo bleibt jetzt hier die Performance? Auf aktuellem Niveau würdest du praktisch nicht einsteigen, Jens. Das jetzt mal so vor dem Hintergrund, dass es ja grundsätzlich jetzt nicht so bärisch aussieht, das Gesamtbild. Also wärst du aber eher zurückgegangen. Ich meine, du agierst ja beim DAX grundsätzlich vornehmlich im Intraday-Bereich, richtig? Du machst dieses Open-End-Trading. Genau, aber ich würde jetzt deine Frage dahingehend verstehen, ob man jetzt investieren würde. Also ich würde das weniger als Trading sehen. Also würde ich jetzt längerfristig Aktien kaufen und, weiß nicht, die nächste Generation irgendwie dann im Erbe mit einem schönen Portfolio irgendwie ausstatten, dann würde ich sagen, finde ich die aktuellen Niveaus nicht wirklich attraktiv. Mhm. Also da wäre, also das hat weniger, glaube ich, was mit Geiz zu tun, als auch damit, dass wir gerade auch wieder in so eine Phase laufen, wo, also ich merke das auch selber in der Rhetorik oder auch in der Art und Weise, wie ich mich fühle dabei. Ich denke mir halt so, eigentlich ist Long die einzige Alternative. Und meistens ist das dann der Moment, wenn du anfängst, das einfach nur ja, in Anführungsstrichen logisch zu betrachten, weil du sagst, ja, also Long-Aktien ist eigentlich, du musst Long-Aktien sein oder auch Long-Immobilien, also dass man eine Immobilie erwirbt oder dergleichen. Das ist so dann der Moment, wo man sagt, okay, das ist aber in der Vergangenheit eher damit einhergegangen, einfach weil es logisch erscheint, dass es eher zu einer Korrekturbewegung kam. Das heißt also nicht, dass man sich auf dem Schirm hat, aber ich denke, dass es einfach irgendwann früher oder später attraktivere Level geben wird, dass sich Geduld auszahlen wird. Also ich glaube... Du weißt ja, ich lebe ja im Münchner Raum, ne? Ich meine, die Immobilienpreise, auch jetzt die Gesetzesänderung, die hier da zustande kam mit Kreditwürdigkeit und blablabla, hat das Geschäft jetzt auch nicht gerade vereinfacht, aber es ist schon so, dass man hier natürlich auch schon seit 10 Jahren von so einer Bubble spricht, ja, und die Preise aber immer weiter steigen. Wo natürlich immer die Frage steht, bis wohin kann das noch gehen. Aber es ist natürlich immer die Frage, kauft man sich eben voll ein oder halb? Wenn man dabei sein will, gibt es ja immer die Möglichkeit, dass man sozusagen gestaffelte Einstiege plant, sozusagen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das ist übrigens, ich habe mich da auch mit einem sehr guten Freund von mir, der ist auch mit Immobilien recht gut bestückt, unterhalten. Und ich meinte dann, so, wenn ich mich jetzt die Situation mal anschaue, wie sie in den USA stattgefunden hat, was hat dazu geführt, dass die Immobilienblase geplatzt ist? Es hat doch eigentlich dazu geführt, oder es war doch das Resultat dessen, dass man einfach Leute mit Geld ausgestattet hat oder die hat Immobilien finanzieren lassen, die halt, genau, die das überhaupt nicht haben sich leisten können. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel dann München mal als Extrembeispiel anschaue, also Gott bewahre, dass ich unser Ausbildungssystem, unser Schulsystem, unser Universitätssystem und all die Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt, irgendwie kritisiere. Aber was mir halt wirklich
schon fast zu übel Aufschluss, muss ich sagen, ist einfach in Deutschland die Tatsache, dass man mittlerweile ja, egal wie, was für ein Dünnbrettbohrer man ist, ja mittlerweile Abitur bekommt und irgendwas studieren kann, irgendwie ein Diplom, sonst wie was hat, und dann stoßen diese Menschen in den Arbeitsmarkt vor. Und ich habe jetzt auch diverse Vorstellungsgespräche dann gehabt, auch mit Interessenten, wo man dann wirklich ganz, ganz selten mal jemanden hat, wo man sagt, wow, das ist wirklich, also mit dem kannst du was anfangen, sondern ein Großteil ist halt, kommt mit einer unglaublich großen Vorstellung und sagt, ah, Diplom habe ich und das, den Lehrgang noch gemacht und so weiter, und ich möchte irgendwie großes Geld verdienen. Und du denkst dir dann so, naja, aber so läuft es nicht. Also du kannst nicht herkommen und kannst viel Geld bezahlen. Auch die Unternehmen wollen sich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht leisten. Und dann kommt es ja, diese Menschen, die dann eben sagen, ich erwerbe eine Immobilie, da kommt dann der logische Schluss doch, dass man sich die Frage stellt, wie sollen die das früher oder später eigentlich bezahlen? Wie soll das passieren? Also wenn die Immobilienpreise immer weiter steigen, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das in München aussieht, ich habe jetzt letztens mal einen Bericht gelesen, da war es wohl so, dass wir schon im siebenstelligen Bereich sind für Immobilien, wo man hier im Raum Berlin, sage ich mal, also wenn du wirklich viel bezahlst, eine 500.000 auf den Tisch legst vielleicht, und wo man sich dann schon die Frage stellt, früher oder später wird dann einfach mal diese Belastung, die aus der Finanzierung resultiert, so groß werden, dass das nicht mehr kompensiert werden kann durch selbst einen in Anführungsstrichen gut bezahlten Job. Und dann denke ich mal, wird früher oder später schon zu einem bösen Erwachen kommen. Also worauf ich hinaus will, also was ich meine ist, es ist halt irgendwie so, man hat das Gefühl, die Leute sind irgendwie gut ausgebildet, auf dem Papier jedenfalls, ist aber nicht der Fall. Also die Qualität ist nicht wirklich gegeben, um dann auch zu erwarten, dass diese Menschen in Positionen in ihrem Arbeitsleben vorstoßen, wo sie wirklich so viel Geld verdienen, dass sie sich solche Immobilien leisten können. Und das ist so eine Tendenz, die ich persönlich ehrlich gesagt so ganz schön bedrohlich finde und wo ich auch sage, ich glaube, mit ein bisschen Geduld bist du langfristig vielleicht gar nicht mal so schlecht dabei zu sagen, warte lieber ab, da der Rücksetzer kommt. Und das kann man ja auch sehr, sehr gut auf Aktien im Grunde genommen übertragen. Also wenn man sich anguckt, die Aktienrückkaufprogramme, die hier diese Rallye eben stützen, ganz besonders im S&P. Also da gibt es ja Ausarbeitungen zu, die das wunderbar illustrieren im Großen und Ganzen, die fundamentalen Treiber, die schwierig auszumachen sind. Also fiskalpolitisch ist da, das hat Yellen gestern ja gesagt, ist da eigentlich nicht viel gelaufen. Und jetzt, wo im Grunde genommen die Arbeitslosigkeit, wie auch immer sie, auf 4,6% gedrückt werden konnte, in den Bereich vorgestoßen ist, da kommt auf einmal die Idee, man könnte jetzt fiskalpolitisch sich mal irgendwie positionieren. Mhm. Und Yellen sagt, na, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr so wirklich. Also wir denken, dass es nicht nötig ist. Was ja dann wiederum auch deutlich in Frage stellt, wo dann die Nachhaltigkeit dieser Aufwärtsbewegung herkommt. Und das heißt also, schlechte Investments können sich aktuell vielleicht bedrohlich lange am Markt halten und etablieren. Aber da sind wir mal ehrlich. Also ich meine, Twitter in allen Ehren, ist ein super Tool, kann man super Informationen. Aber die Kursbewertung von der Twitter-Aktie, die war jetzt vor kurzem höher, also die Marktkapitalisierung, als die der Deutschen Bank. Also das ist eine Entwicklung, wo ich sage, also entweder ich werde alt oder da stimmt irgendwas nicht. Ja, das, da muss man schon wirklich, das ist, ich meine, gut, bei den gerade E-Commerce beziehungsweise eben, sag ich mal, IT und dergleichen Firmen. Das, ich meine, wer hätte gedacht, dass Facebook das macht, was es macht, oder Apple sozusagen mit ihrem Vermögen die Staatsschulden Frankreichs tilgen könnte. Das sind ja alles Situationen, wo man überlegt, das sind schon mittlerweile nicht nur noch Companies, das sind schon weltweit global agierende Unternehmen. Auch was jetzt Google mit ihren Datencentern da, sage ich mal, an den Start bringt, das ist ja schon revolutionär. Ich meine, die Informationen hätten auch gern die Geheimdienste unter uns gesagt, die Google da alle sammelt und hat, also das ist schon ein mega Einfluss. Ja, auch. Ja. Facebook muss man ganz klar nennen. Also ich frage mich immer, welchen Sinn und Zweck soll es haben, irgendwie herauszufinden, bei Facebook herauszufinden, was für ein Tier ich dann wäre oder mit welchem meiner Freunde ich am ehesten zusammenpasse, den ich heiraten könnte oder dergleichen. Da schmunzelt man drüber, aber wenn man dann zweimal darüber nachdenkt, dann denkt man sich auch so, die Informationen, die da gesammelt werden, über deine Antworten, die lassen Persönlichkeitsprofile erstellen, die kennen dich wahrscheinlich besser, als dich deine Frau jemals kennen wirst. Und weil du es ja gerade sagst, das ist ja auch gerade in der Brokerbranche nicht unüblich, dass man da auch gelesen wird, sozusagen von seinem Broker. Ja, das hatten wir auch. Übrigens, wir fangen gleich mit dem Dow Jones an. Magst du den mal, muss ich gerade mal fragen, dann gibst du den Schirm ein bisschen oder nimmst den direkt nochmal rüber oder ich gebe ihn dir. Open Range Dow Jones, S&P 500. S&P 500 ist ja auch gerade, was den Future angeht, eigentlich, sag mal, die Maßgabe an den Märkten. Also ich sag mal, auch was die Kontraktanzahl betrifft und auch wirklich das Volumen, was da umgesetzt wird, ist der S&P 500 Future genau das, was gehandelt wird.
Und hast du da Erfahrung mit dem Open Range Breakout System auf die USA, Schrägstrich auf den S&P 500 speziell bezogen oder Dow Jones irgendwie in der Richtung? Können wir dann Setup Also, skizzieren, beziehungsweise machst du das? Das wäre sicherlich auch für die Zuschauer interessant an der Stelle. Setup skizzieren ist überhaupt gar kein Problem. Funktioniert auch tatsächlich identisch nach dem selben Prozedere, wie es im DAX funktioniert. Tatsächlich. Also ich habe ja hier die Folien vorbereitet, einfach so, um das mal ganz kurz, beziehungsweise hier. Dieses ORB-Setup, das ist im Grunde genommen ganz einfach und zügig ist das gezeichnet. Das heißt also, ich identifiziere erstmal den Vorteil, markttechnisch oder wir zum Beispiel im 200er 5-Minuten-SMA, wobei ich den letzten jetzt mal hier ausblende. Das habe ich einfach nur mal als Orientierung gehabt, als ich einen Lehrartikel dazu mal verfasst habe und mich gefragt habe, wie könnte ich möglichst einfach jemandem es möglich machen, den Vorteil zu identifizieren. Das bedeutet also, ich gucke mir dann markttechnisch erstmal das Bild an. Ich schaue mir die Handelsspanne an. In dem Fall für den DAX ist es 8 bis 9:05 Uhr. Im Falle für den S&P bzw. den Dow Jones ist es 15:30 Uhr bis 16:40 Uhr, Entschuldigung, 16:40 Uhr, 16:15 Uhr, 16:15 Uhr, also so ungefähr eine Dreiviertelstunde, wobei das auch variieren kann. Also es hängt davon ab, ob du ein signifikantes Hoch oder entsprechend Tief hast. Und dann handelt den Bruch der Open Range in Richtung des identifizierten Vorteils und Stop kommt dann eben über das Hoch bzw. unter das Tief, welches dort in dieser Handelsspanne identifiziert worden ist. So, also grafisch sieht das dann tatsächlich so aus. Ich habe hier diese Open Range eben eingezeichnet, in dem Fall für den DAX, gekennzeichnet mit diesen zwei Türkis, Entschuldigung, die andere Farbe, pinkfarbene Linien. Türkis ist der 9 Uhr Kassa Open, also das ist der erste Tick von dann in dem Fall dem Kassa Open, Xetra Open oder an der Wall Street, an der NYSE 15:30 Uhr. Und ja, dann ist es eben entsprechend so, wir handeln hier unterhalb des 200er SMAs, beziehungsweise hier könnte man den Vorteil eben auch auf der Short-Seite aus markttechnischer Sicht jetzt erstmal identifizieren, ausgehend von der Price Action des Vortages, ja, mit den fallenden Hochs und fallenden Tiefs, da war ganz offensichtlich Druck drauf. Und dann hat man hier einfach den Breakout gehandelt und fertig war es. Also Stop oberhalb des Hochs, Entry auf dem Tief dieser Range, 48 Punkte waren es und dann eben tatsächlich war es ein CRV von nahezu 2:1, Ziel um 10.200 Punkte. Und der Ausstieg erfolgt dann, das ist ja die nächste Frage, das ist erstmal nur das Einstiegsmanagement gewesen. Das Ausstiegsmanagement ist entweder im Gewinnmitnahmeverhältnis von 2:1 oder eben via Supertrend. Wobei ich aktuell wirklich in dem derzeitigen Marktumfeld, wenn ich jetzt gleich für die Shortseite was favorisieren würde, die 1 wählen würde, also ein Take-Profit, nicht den Supertrend. Das hat damit zu tun, dass ich eben die Wahrscheinlichkeit für relativ hoch erachte, dass der Markt immer mal wieder gekauft wird in solch einer Jahresendrallye. Also das passt ganz gut, was du gesagt hast hier statistisch, dass wir auch im DAX, also das ist im US-Markt wahrscheinlich nicht anders, dass wir Absolut. dort einfach in den nächsten Tagen vor Weihnachten jetzt oder zwischen Weihnachten und auch Neujahr eher so eine Tendenz haben, bullisch zu sein. Und das, ich denke mal, resultiert auch daraus, dass man einfach versucht, den Markt nochmal auf recht hohen Niveaus aus dem Jahr gehen zu lassen. Es geht ja auch bei großen Investmenthäusern, Hedgefonds und dergleichen um Bonuszahlungen. Und die werden auch an der jeweiligen Benchmark eben dann entsprechend gemessen. Es gibt Window Dressing und dergleichen. Also das sind manchmal ganz natürliche menschliche Komponenten, die da eben eine Rolle spielen, monetäre Gründe. Und deswegen ich dann auch sage, ich sehe dann auch zu Beginn des kommenden Jahres diese Nachfrage einfach versiegen. Also das einfach, um das mal bildlich auch ein bisschen sich vorstellen zu können. Wo ich dann halt sage, ich sehe nicht, dass sich jetzt ein großer Trend etabliert. Also dass jetzt wirklich auch im Dow Jones dann in dem Fall beispielsweise so eine scharfe Gegenbewegung kommt, wo sich auf Intraday-Ebene wirklich ein Trend etabliert, wo wir im Bereich der Tageshochs die Eröffnung sehen und dann im Bereich der Tagestiefs aus dem Handel gehen. Also wenn ich die Shortseite spiele oder umgekehrt eben entsprechend. Und deswegen würde ich tatsächlich hier mit dem Gewinnmitnahmebereich aktuell arbeiten und nicht mit dem Supertrend. Und jetzt kommt halt die ganz interessante Betrachtung. Das ist nämlich diese hier. Das ist aus dem Ausbildungsmodul, was ich halt habe in meinem Ausbildungskurs. Da gibt es ein Markttechnikmodul. Und da habe ich diese Grafik halt her, um einfach mal das auch recht griffig vielleicht zu illustrieren, warum ich zum Beispiel im aktuellen Marktumfeld nicht wirklich mehr willens bin, auf der Long-Seite zu agieren. Das zeigt sich ja hier auch wunderbar eigentlich schon mit durch diese Aufwärtsstruktur. Für einen Abwärtstrend ist das natürlich einfach auf den Kopf zu drehen. Wir sehen ganz klar und offensichtlich eine Struktur steigender, hochsteigender Tiefs. Ab hier, dem 12., 5.12., beziehungsweise wenn wir jetzt mal noch ein bisschen zusammenstochen, den Chart, hier auf der. Es ist übrigens nicht der Tag, sondern es ist die Stunde. Kurz noch einen Blick.
Ich habe übrigens, während du noch fleißig zeichnest und analysierst und eingestellst, weil du es davor gesagt hast, ich habe zum S&P 500 Future eine schöne statistische Seasonal Auswertung. Kriegst nachher übrigens noch Feedback, Jens, ich habe die E-Mail gesehen. Aber das kann ich euch dann nochmal zeigen zum S&P 500, der denn mit seinem heutigen Schlusskurs bis zum 30.12. ein sehr, sehr interessantes Setting während der letzten 21 Jahre hatte. Schauen wir uns an, nachdem du die Range fertig gezeigt hast, zeichnet hast, um das sozusagen mal zu skizzieren. Aber jetzt erstmal. Das machst du jetzt absichtlich, ne? Ja. Ich mache jetzt erst die Short-Seite und dann sagst du übrigens, statistisch ist es wrong. Also ich kann jetzt, also wie gesagt, das ist ja auch legitim, ich gebe dir auch recht, wie gesagt, das ist auch jetzt einiges gelaufen, aber tatsächlich statistisch ist das Ding ab heute mit dem heutigen Close sozusagen ist der bis zum 30.12. Strong Long. Der hat nur im letzten Jahr minus 28 Punkte gemacht zu dieser Zeit, aber die, ich sag jetzt mal pauschal, hoppala, der letzte Verlust liegt dann, um mal genau zu sein, der war dann 2006. Also wir hatten letztes Jahr einen Verlust und 2006 und ab dem hatten wir nur wieder starke Performance-Jahre. Zeige ich euch aber nachher. Jens, wie gesagt, Meinungen sind ja different, das darf auch sein, so lebt der Markt und am Ende ist es ja gar nicht schlecht, wenn man sozusagen zwei Szenarien skizziert. Wer recht haben wird, entscheidet der Markt. Dafür gibt es ja auch den Stop-Kurs im Zweifel. Ja, wobei ich sagen muss, jetzt habe ich mich gerade eben so ein bisschen erinnert gefühlt an eine Diskussion mit meiner Frau, wobei ich derjenige welche bin, der immer dann mit solchen statistischen Auswertungen kommt und sie auch so, ja, und am Ende hat aber trotzdem immer meine Frau recht, ja. Ach, Also, guck an. das heißt, ich habe vielleicht noch eine Chance. Ja, okay. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wir sehen ganz kleine Aufwärtssequenz hier, das ist von Trump, also sehr, 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 sehr stark aufwärts. Aber wir sehen eben auch, und das ist das, was ich ganz interessant finde da hinten, hier oben, ja, die Sequenz steigender Hoch, steigender Tiefs. Wir haben gestern eben kurz die Attacke auf die Hochs gesehen und wurden dann relativ scharf halt abverkauft. Und das ist etwas, was ich nicht wirklich mit Wohlwollen sehe für die Bullen. Also das sieht nicht wirklich stark aus. Die Bestätigung, dass das dann eher vielleicht die Shortseite wird, haben wir, wie gesagt, erst unter 18, Entschuldigung, 19.750 oder also rund gesprochen 900, nee, 750, 1957. Aber was man sich überlegen könnte, wäre, einen solchen Bruch auf der Unterseite zu antizipieren, also vorwegzunehmen. Was dann im Endeffekt bedeutet, dass man eben jetzt Folgendes machen könnte, beziehungsweise ganz kurz, also wir sehen den Vorteil auf der Long-Seite, ja, aber nichtsdestotrotz, wir sind halt hier in den sogenannten Wirkungsbereich vorgestoßen und der Markt hat jetzt durch die Ereignisse gestern schon gezeigt, dass er Schwierigkeiten auf der Oberseite bekommt, ganz offensichtlich. Also tatsächlich passiert hier gerade Folgendes, wenn wir das jetzt mal hier einordnen in dieses Szenario. Wir sehen, dass der Markt hier oben in diesem roten Bereich läuft, das ist der Wirkungsbereich. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, auch andere Betrachtungen, die sagen, hier unten ist eine Akkumulationsphase, da oben ist eine Distributionsphase zum Beispiel, wenn man es markttechnisch ausarbeitet. Also ganz wie es einem beliebt, das aufzunehmen. Wie gesagt, hier oben ist dann halt so der Bereich, wo man sagt, da fangen es langsam in Anführungsstrichen an, die Spatzen von den Dächern zu pfeifen. Und jetzt spricht auch alle Welt, das ist das, was ich auch so implizit damit meine, alle Welt spricht über die 20.000 im Dow Jones und dergleichen. Da bin ich halt so ein bisschen reserviert, ob das wirklich noch so attraktiv ist, hier die Long-Seite dann zu spielen. Und weswegen ich auch bereit wäre, mich eher auf der Unterseite wiederzufinden. Und dann ist es eben entsprechend so, dass ich dann sage, das ist die Stunde, die ich mir jetzt hier betrachtet habe. Und das Setup Intraday setze ich halt auf 5-Minuten-Ebene um oder 15-Minuten-Ebene. Meistens ist es im DAX die 5-Minuten-Ebene, auf der ich das umsetze, ausgehend wovon ich dann eben sage, ich schaue mir jetzt hier die Handelsspanne an, zwischen an dieser Stelle dann 15:30 Uhr. Den brauchen wir hier. 15:30 Uhr. Na? So. Beziehungsweise ich muss hier 14:30 Uhr schreiben. Weil es nämlich GMT ist. So. Das ist jetzt die Handelsspanne. Die dupliziere ich mal. Ups. Und dann gehen wir mal runter bis 21 Uhr. Das ist nämlich dann der Close. Der ist da. So, und was ich jetzt dann im Grunde genommen halt mache, ist, ich warte erstmal ab, wie der Markt reinkommt, beziehungsweise ich muss noch was anderes machen. Ich muss noch was anderes machen, und zwar hier mit dieser Parallelenlinie. Zack. Und die würde ich dann mal ganz kurz in grün halten. So, und die kann ich auch hier schon, kurz einen Augenblick, 1973, 50. So. Also, das ist dann nämlich, zack, hier, die 1957, man kann es sehen,
zack, da sind die Tiefs von gestern. Und dann kann man natürlich das auch nochmal duplizieren. Oder dann hier die Tageshochs. Also man sieht, das halte ich auch relativ leicht oder einfach. Und zwar, ich schaue mir einfach das Hoch und das Tief des Vortages an, wobei ich ja schon gesagt habe, dass ich die eigentliche Präferenz auf der Unterseite eigentlich hätte. Eben mit den Tiefs dann um die 57. So, und was ich dann in diesem Zusammenhang einfach mache, ist Folgendes. Ich warte einfach hier ab, wann jetzt gleich der Open ist, 15.30 Uhr, und würde dann ausgehend hier von dem Open 15.30 Uhr eben dann die Handelsspanne zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr mir anschauen. Auch da, vielleicht kann man das so machen, ich ziehe nochmal eine rein, Moment. Zack. Und zwar hier die türkisfarbene Linie, mit der kann ich mir dann den Open eben entsprechend kennzeichnen. So, und dann schaue ich mir einfach die Handelsspanne an in diesem Zeitintervall. Die beiden Indikatoren hier kann ich rausnehmen, die brauche ich nicht. So, also ATR könnte man drin lassen, die können wir uns gleich vielleicht nochmal reinholen, um zu schauen, ob das mit der Stopweite passt, damit ich nicht in der Schwankungsbreite des Marktes eben liege. Ja, aber das ist dann im Großen und Ganzen eigentlich im Grunde genommen das Setup oder die Überlegung jetzt gerade eben, alles basierend eben hier auf dieser Open Range und dieser diskretionäre Touch, so habe ich ihn genannt, gesagt, wo man sagt, ich habe eigentlich einen Vorteil auf der Long-Seite, aber sehe eben nach oben das Potenzial beschränkt, weil der Markt einfach sehr, sehr weit schon bereits gelaufen ist und ich sehe, dass der hier, oder ich sehe ihn persönlich so im Wirkungsbereich. Und das ist dann zum Beispiel das habe ich hier auch mal illustriert, das ist jetzt ein Beispiel, das ist schon ein bisschen länger her, aber dieses Beispiel, das illustriert das relativ gut. Da sind wir auch sehr weit gelaufen gewesen damals im DAX. Also um das mal ganz kurz zu zeigen, wann das war. Da gab es nämlich, das war Post-Brexit. Man sieht das ja, also muss ja Post-Brexit gewesen sein. Anfang August, so, da sieht man genau so eine Entwicklung hier. Ja, aber der Brexit, beziehungsweise hier unten, da kam der Brexit rein, sehr volatil. Und dann hat der Markt begonnen, sich davon sehr, sehr stark zu erholen und auch eine Trendstruktur etablieren, die sehr ähnlich zu der sieht, wie sie jetzt im Dow Jones sich darstellt. Also ihr seht es auch hier, das war dann teilweise schon ein parabolischer Kursanstieg Anfang August, der da stattgefunden hat. Und hier war das Anfang August, dieses Szenario. Und da ist der Markt auch relativ weit schon gelaufen gewesen, hat dann nochmal mit einem Gap-Up aufgemacht gehabt an diesem Tag und hat dann eben eine scharfe Korrekturbewegung auf den Tag gebracht. Und zwar sowohl am 1. als dann auch hier am 2.8. Und dann sieht man auch, dass in dieser Aufwärtsstruktur, wo der Vorteil offensichtlich ganz klar long ist, der Markt aber sehr, sehr große Schwierigkeiten da oben bekommen hat. Nichtsdestotrotz, was man auch erkennen kann, ist, er hat zwar Schwierigkeiten gehabt, aber es hat eben auch nicht allzu häufig dann dazu gereicht, dass der Markt hier eine scharfe Korrektur auf den Weg gebracht hat, sondern er hat seinen Weg eben auf der Oberseite fortgesetzt. Und das ist dann eben die nächste diskretionäre Komponente, die man mit einfließen lässt. Wann sieht man denn nach oben hin, dass es jetzt in Anführungsstrichen weit genug gelaufen ist? Das kann man an der Stelle tatsächlich nicht sagen. Ja, und das ist auch tatsächlich, rate mal mit Rosenthal, also ich habe wirklich keine Ahnung, ob jetzt da oben wieder 20.000 Schluss ist oder nicht. Ich würde es aber mal ausgehend von der psychologischen Signifikanz und ausgehend auch von diesen gewissen Sentiment-Extremen, die sich abzeichnen an der einen oder anderen Stelle. Auch da Twitter eine schöne Sache, weil man einfach das Gefühl wirklich dafür bekommen kann, wie sieht der Markt das gerade. Da bin ich dann einfach jemand, der sagt, das sieht nach oben jetzt schon wirklich unglaublich weit gelaufen aus. Nichtsdestotrotz, ja, auch wenn dann sicherlich die Möglichkeit besteht, dass es eine scharfe Gegenbewegung gibt, setze ich das wieder auch in Relation zu dem aktuellen Umfeld, in dem wir uns bewegen, kurz vor Weihnachten, kurz vor Jahresende, zyklisch, saisonal, sind wir eher bullish. Da bin ich dann nicht wirklich willens, jetzt darauf zu spekulieren, dass hier eine 1000-Punkte-Korrekturbewegung kommt, sondern denke, dass eher sinnvoll erscheint, eben entsprechend mit einem Take-Profit zu arbeiten auf der Unterseite. Also nicht zu aggressiv zu sein. Wobei, wie gesagt, man eben auch hier sieht, ausgehend von der Open Range, das Szenario, wie ich es dann umgesetzt habe, für den DAX, so könnte man es auch 1:1 für den Dow, denke ich mal, umsetzen. So, und ja, hier habe ich jetzt nochmal so ein praktisches Beispiel. Eben, wie gesagt, das könnten wir für den Dow Jones ganz genauso machen. Bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob das jetzt so zielführend wäre, wenn wir jetzt hier dann tatsächlich, wo ist er denn? Achso, ja gut, jetzt habe ich den. Dow Jones schon zu sehen, ne? Ja, das ist schon der Dow, aber ja, natürlich ist für die Stunde ein bisschen, also man kann es aber jetzt ja hier ganz klar sehen, ne? Also hier höhere Hochs, höhere Tiefs, das könnte man, oder wir könnten es auch mal so machen, warum eigentlich nicht? So, zeichne ich das nicht ganz so sauber ein. Aber ich denke, es ist offensichtlich, was ich meine. Hier, zack, höhere Hochs, höhere Tiefs. So. Und jetzt sieht man halt hier,
dass wir in diesen Wirkungsbereich vorgestoßen sind und es auch hier nicht mehr gelingt, höhere Hochs zu markieren. Also der Markt hat hier eigentlich jetzt in meinen Augen nochmal eigentlich unterstrichen, dass es da nach oben ein bisschen dünner wird. Und wie gesagt, also es könnte ganz attraktiv sein, sich eben ausgehend von möglichst einem kleinen Risk, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ja? Also was jetzt zum Beispiel dann auch wichtig wäre, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Level hier gebrochen wird, also die 750, dann sehe ich halt durchaus Potenzial, dass wir ein bisschen in diesen Bereich hier vorstoßen könnten. Also das wäre dann so die Region 19.600 tatsächlich, also hier so. Das ist natürlich jetzt schon enorm, andersrum aber natürlich auch so, wenn der Markt jetzt hier massiv volatil reinkommt und hier irgendwo nochmal die Hochs anläuft, dann ist es natürlich so, ausgehend von der Open Range, wenn ich dann mit einem Risiko von 200 Punkten mich short positionieren soll, dann wird es natürlich sehr dünn. Also das ist jetzt ein unwahrscheinliches Szenario, aber ich möchte natürlich ein CRV mindestens von 2:1 haben, wenn ich mich antizyklisch positioniere. Also das muss gewährleistet sein, andernfalls würde ich dann tatsächlich hier eine Short-Position nicht auf den Weg bringen wollen. Ja, und das gilt es eben jetzt abzuwarten. Also eine Minute noch und dann schauen wir einfach mal, wie gesagt, der Markt in den Tag startet und ob es da dann ausgehend von dieser Open Range eben die Möglichkeit gibt, sich zu positionieren. Ja, das sei es so gewesen. Das sei so gewesen, sagst du. Ja, dann wollen wir mal sehen, was der Markt macht sozusagen im weiteren Verlauf. Aber im Prinzip adaptierbar. Ich habe auch einen Händler kennengelernt auf der WOT, der das mit dem Future recht gut auch teilautomatisiert schon abgebildet hat mit der Open Range, hat einen leicht anderen Ansatz, aber prinzipiell ähnlich vom Ausgestaltungsgrad her sozusagen. Immer da. Open Range ist ein weites Thema, ne? Also das gibt es in verschiedenen Ausarbeitungen, das haben auch viele, das kann man ja auch wunderbar auf die Devisenmärkte auch anwenden, da heißt es dann nicht mehr Open Range, sondern das ist die Asia Range. Mhm. Der man arbeiten kann, wo es dann wahrscheinlich auch nur um Nuancen geht, also in welche Richtung siehst du halt da die asiatische Handelsspanne. Ich denke, ja, Asien 2 bis 8 Uhr zum Beispiel passt ganz gut. Es gibt wohlgemerkt, muss ich auch sagen, Marktphasen, in denen es einfach nur eine Katastrophe ist, mit der Open Range zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich mir so die choppigen Marktbedingungen auch gerade angucke, auch im DAX zum Beispiel, das ist wirklich nicht schön gerade. Also das merke ich halt auch selber. Das ist auch mit einer der Gründe, weswegen ich halt mich derzeit sehr, sehr stark zurücknehme und wirklich auf saubere Setups warte. Warum ich zum Beispiel auch mit Antizipation von Brüchen derzeit ein bisschen vorsichtig bin. Das auch zum Beispiel jetzt nochmal bezogen auf den Euro-US-Dollar-Trade. So, das ist, glaube ich, das klassische Beispiel. Den kann ich jetzt mal runterziehen. So, ja, 15.30 Uhr, da ist jetzt die Eröffnung gewesen, also bei rund 19.825. Also bezogen auf den Euro-US-Dollar, warum ich eben da unten den Break verkauft habe, einfach weil ich den Break haben wollte. Also es wäre jetzt irgendwie einerseits zwar denkbar gewesen, ja, und in der Nachbetrachtung ärgert man sich auch so ein bisschen, dass man nicht vielleicht versucht hat, sogar aggressiv hier den Short reinzustreuen. Ist ja nicht so, dass ich das nicht im Morning Meeting auch diverse Male thematisiert hatte, wo ich dann meinte, so, ja, 0850 ungefähr der Bereich, der wäre schon ganz attraktiv. Das Problem ist natürlich, da in die EZB reinzuhalten. Klar, dem Mutigen gehört die Welt, aber so mutig bin ich irgendwie auch nicht. Und also wie gesagt, wenn die Marktumfelder es halt hergeben und wenn der Markt schön trendig ist, dann ist auch die Antizipation solcher Breaks wirklich absolut anzuraten, weil es die CRVs enorm verbessert und dergleichen und du natürlich auch dein Payoff-Ratio dadurch gut steigern kannst und auch langfristig die Profitabilität dadurch massiv steigerst. Aber das Problem ist eben, wenn die Marktbedingungen nicht entsprechend sind, ich weiß nicht, dann ist das ungefähr genauso, als wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, in der Zeit, wo Glühwein gut geht, ich weiß nicht, in meiner Glühweinbude irgendwie Eis zu verkaufen. Das wird nicht gut funktionieren. Und das ist beim Trading eben nicht anders. Und dann gilt es eben entsprechend zu adaptieren, vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen konservativer zu agieren, weil dann ist halt Kapitalerhalt das Wichtigste. Also das steht dann über allem, weil es ist doch nichts ärgerlicher, als einen Großteil seines Trading-Kapitals eventuell in solchen unkomfortablen Marktbedingungen eben zu riskieren, beziehungsweise eventuell sogar zu verlieren, um dann, wenn die Marktbedingungen eben optimal sind für den jeweiligen Handelsstil, um dann eben nicht mehr ausreichend Kapital in petto zu haben. Oder erstmal, wie gesagt, vernünftiges Risk-of-Money-Management wird jetzt nicht dafür sorgen, dass das Trading-Kapital weg ist und das Konto gecrashed ist, aber es ist eben so,
Das ist doch unglaublich ärgerlich, wenn du erstmal 10% zurückverdienen musst, um plus minus null zu sein, um dann von den favorablen Marktbedingungen eben dann zu profitieren. Weil eben ein gut ausgeklügter Risk-and-Money-Management-Plan auch wiederum beinhaltet, zum Beispiel in Phasen, wenn du Kapitalrücksetzer siehst, eher konservativer mit der Positionsgröße zu agieren, was in normal günstigen Marktumfelden eigentlich kontraproduktiv ist. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken auf den Dow Jones. Ja, hast du ja jetzt im Prinzip ausreichend erklärt, wie gesagt. Das ist natürlich genau der Punkt. Wir sehen auch, der Dow Jones schnippt hier jetzt erstmal schön nach oben. Euro orientiert sich im konträren Lauf schon mal wieder nach unten. Ich will jetzt mal kurz, weil du vorhin die FTSE-Vektorlogie angesprochen hast, da haben wir auch was zum S&P übrigens an dieser Stelle, neben dem saisonalen Setup, was wir uns nochmal anschauen können. Ich verstehe aber, das YouTube-Video von heute Morgen lädt immer noch in der Verarbeitung hoch. Das ist merkwürdig. Ich glaube, ich muss das abbrechen und dann direkt nochmal neu hochladen. Das dauert hier viel zu lang. Oder du musst Geduld haben. Ich weiß nämlich, ich habe das auch mal gehabt bei GoToWebinar, wenn die Webinare ein bisschen länger waren, und also durch die Konvertierung, die dann über GoToWebinar stattfindet, ist das irgendwie seltsam und manchmal dauert das bei YouTube dann mehrere Stunden, aber am Ende funktioniert es. Echt, weil ich muss sagen, die Videos, die ich sollen, also ich meine, dass das Hochladen auf jeden Fall, ich meine, das waren ja 2,5 Stunden, die konvertiert wurden, das hat schon mal eine Stunde gedauert und dann das Hochladen bei YouTube, wie gesagt, ging eigentlich recht schnell, aber der ist jetzt immer noch bei 0% Verarbeitung und macht das schon seit 3 Stunden, also das ist schon heftig, heftig Okay, lange. dann nicht so. Dann würde ich das abbrechen. Das wundert mich jetzt echt, ist natürlich ärgerlich, aber wie gesagt, das Video werden wir jetzt dann auch nochmal hochladen, aber das erste wollte ich, im Prinzip ist es nämlich so, nach dem Morning Event des Tages sozusagen, in der Mittagspause konvertiere ich das und lade es dann hoch. Und zum Start der Nachmittagssession ist es eigentlich dann meistens schon online. Das ist jetzt heute nicht der Fall, weil es immer noch verarbeitet wird auf YouTube, was ein bisschen unschön ist. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal kurz auf die statistischen Geschichten. Du grätschst rein, wenn... warte mal, ich muss das YouTube-Video jetzt mal abbrechen an dieser Stelle. Upload abbrechen und dann mache ich das nochmal neu, weil das wird ja sonst nichts. So, genau. Der Hochladebutton sieht auch irgendwie anders aus heute als sonst. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Gut, also wie gesagt, ich ziehe das Video nochmal rüber und dann können wir im Prinzip uns mal den Fuzzi nochmal angucken für heute. Der DAX, wie gesagt, ist ja da auch ein Stück weit im Loop sozusagen. Also entwickelt sich ja sozusagen nach Plan, was ja ganz nett ist. Live-Event, da haben wir es. 8:46 Uhr. So, schwupp. Gut, neuer Versuch. Jens, dein Schirm ist noch zu sehen, ne? Nur so als Info, dass du Bescheid weißt. Okay, so was Was? ich übrigens ja ganz kurz, was ich noch gemacht habe jetzt, aus ein bisschen so Gemütlichkeitsgründen, ich habe die Open Range eingezeichnet. Es gibt so eine Box, die heißt Open Range Box, wobei ich jetzt mal gucken muss. Oh, was hat, nee, Moment, ich habe jetzt ein Mist gebaut. Und zwar kann man sich hier im MetaTrader, ups, das war jetzt nicht so gut, Breakout-Eigenschaften, man kann sich das hier einzeichnen lassen, diese Open Range. Ich habe jetzt aber hier die falsche Zeit gerade angegeben. Natürlich 15:15. Also 14:30, 15:15 ist 15:30 bis 16:15 unserer Zeit. Und dann wird das so eingezeichnet. Also dann sieht das hier mit diesen schwarzen Linien entsprechend so aus. Und dadurch wird mir das automatisch auch angezeigt, wo dann das Hoch und wo dann entsprechend das Tief ist. Man sieht jetzt gerade derzeit noch nichts. Das hat aber damit zu tun, dass eben genau auf dieser Linie hier diese 14:30 Linie liegt, um das Handelsfenster einzuzeichnen. Übrigens auch das ganz kurz nochmal zur Erklärung, falls da eine Frage kommt. Warum zeichne ich das so ein? Also ich möchte gerne die Vorhandelszeit ausblenden. Also ich weiß, da findet zwar, es gibt einen Referenzmarkt und da findet Handel statt. Also das ist keine Indikation. Das war auch eine Indikation, aber die bezieht sich eben auf einen realen Markt, auf den Dow Jones Future, an der CME, an der Globex. Nichtsdestotrotz will ich das Haupthandelsvolumen abgedeckt sehen. Und das ist eben der Bereich zwischen dann 15:30 und 22 Uhr mit der NYSE. Also dann, auch wenn da das Hauptvolumen reinkommt, man könnte ein bisschen großzügiger sein, vielleicht noch 14 Uhr da hinschreiben mit den Bondmärkten, die eben reinkommen, dann an der CME selbst. Und zwar, die ist dann in Chicago nochmal eine Stunde vorher, oder nee, Moment, später, aber fängt schon um 14 Uhr unserer Zeit an. Aber das nochmal ganz kurz zur Erklärung eben, warum ich da das so kennzeichne, weil ich das wirklich als die Haupthandelsspanne dann tatsächlich sehe und signifikante Hochs und Tiefs auch erachte. So, ja.
Wie heißt der Indikator? Ich würde mal sagen, ich schicke mir mal eine Mail, der heißt eigentlich heißt der Open Range Breakout Indikator, aber da gibt es irgendwie mehrere. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das der, wenn man den sucht, ob das dann auch tatsächlich der Indikator ist, den man sucht. Mail kannst du mir schreiben an jk-trading.com, dann schicke ich dir den einfach per Mail zu. So, Moment. Chris zum Moderator ernennen. Oh, geht schon los, oder? Ist schon wieder soweit, Jens. Auf geht's. Na, dann gucken wir mal, was wir hier so Feines noch skizzieren können. Wie gesagt, ihr könnt es ja immer wieder... Ganz kurz, ich bin mal kurz weg, ja. Nicht wundern, wenn ich jetzt gleich nicht antworte. Ich bin in einer Minute wieder da. Kein Stress, kein Stress. Okay, wir hatten heute Morgen die FTSE-Vektorlogik ja mal besprochen, meine lieben Leute. Hier mal, das wird der Jens, wie gesagt, nicht mitbekommen. Das heutige Pattern zum S&P. Sieht auch einen positiven Tag voraus. Wir hatten das heute Morgen ja, wie gesagt, thematisiert. Was hier dürftig ist und sozusagen das Ganze auch als No-Go interpretieren lässt, ist hier die Anzahl der Häufigkeit. Hier sollten Zahlen über 30 stehen. Ja? Also 30 Wiederholungen in den letzten Jahren sind die Maßgabe, sodass man das Pattern auch als ja, wahrscheinliche Erfüllungsquote heranziehen kann. Wir haben auch hier das Pattern nochmal zum DAX. Was wir heute Morgen uns schon angeschaut haben, okay, da haben wir 213 Erscheinungen, das ist wirklich repräsentativ, das ist schön, damit kann man arbeiten. Wie gesagt, heute ein bullischer Tag vorausgesehen, Trefferquote über 60%, hier explizit fast 65%, das ist wunderbar. Und mit den Daten kann man, wie gesagt, schön arbeiten. S&P, wie gesagt, liefert da ein bisschen dünnes Holz, sodass man sagen kann, okay, der Tag ist zwar bullisch, aber die Häufigkeit der Pattern-Analyse, und da geht es, wie gesagt, nochmal darum, was wir heute Morgen hatten, es werden hier die Bar-Charts sozusagen analysiert und ein Algorithmus, und das ist wie gesagt in gewisser Art und Weise auch ein selbstlernender Algorithmus, der im Prinzip einfach schaut, wie haben sich die Vortage gleichsam verhalten. Das wird dann ausgewertet, wenn es hier Pattern, übereinstimmende Muster gibt, und wenn die dann, wie gesagt, in der Häufigkeit von, das kann schon mal über 1, 2, 3 anfangen, dann eben eine gewisse Trefferquote an den Tag legen, dann wird das analysiert und ausgeworfen, und das führt eben dazu, dass im Laufe der Zeit eben hier die kuriosesten Statistiken zusammenfallen, die dann eben hier eben wie für den DAX oder auch für den S&P durchaus ein Szenario aufwerfen, was passieren könnte. Es ist aber im Prinzip trotzdem eine Indikation, auf der wir uns hier bewegen, und zum DAX sei mal gesagt, beziehungsweise S&P 500 ist hier sehr schön zu sehen, weil Jens ja von dem Erschöpfungsmodus des Dow Jones sprach. Hier unten seht ihr mit Gelb, das ist der ADX, so eine Art Trendstärke-Indikator. Und der neigt in der Regel dazu, wenn Werte über 60 touchiert werden, dass es sozusagen Zeit wird für eine gewisse Umkehr. Und das werde ich dann, wenn Jens nochmal da ist, nochmal thematisieren, weil wir haben, das ist gestern, das ist heute, sind wir mit einem Tag Verzögerung. Jens, bist du wieder da, oder? Ich bin wieder hier, ja. Hab gerade geknackt, bist gerade zum spannenden Punkt da. Ich habe gerade nochmal die FTSE-Vektorlogik hier mal auf Tagesbasis mit dem Pattern-Tool hier gezeigt zum S&P. Pattern ist zu schwach im Kontext der Anzahl der Häufigkeiten, aber wir haben hier unten den ADX, der ja als Trendstärke-Indikator herangezogen wird, und bei Werten über 60 kann es immer zu Umkehrpunkten kommen, wenn der ADX sich dann abschwächt. Und das ist, wie gesagt, immer mit einem Tag Verzögerung zu sehen. Also morgen werden dann die Daten von heute drin, aber interessant ist zu sehen, dass vorgestern ein Hoch beim ADX gemacht wurde und gestern das Tief. Und hier ist im Prinzip ein relativ easy Pattern, wenn man sozusagen hier den neues Tief im Preisverlauf shortet vor der Annahme, dass der ADX sich jetzt abschwächt, also die vorherige Trendbewegung, die war aufwärts gerichtet, sich sozusagen jetzt umkehrt. Also ein Short auf dem S&P könnte unter dem Gesichtspunkt interessant sein, auch weil hier die Anzahl der Counts viel zu wenig sind, um hier wirklich ein statistisch starkes Pattern an den Tag zu bringen. Also insofern gibt es hier zweierlei Möglichkeiten, den S&P sozusagen zu handeln. Was ich aber vorhin ja auch schon ansprach beim Jens, ist der S&P 500 hier im statistischen Lauf. Und da sehen wir heute hier auf dem Bildschirm 15.12 bis 30.12, 11 Handelstage und statistisch in den letzten 21 Jahren mit einer Trefferquote von knapp 81% beseelt. Das ist meine Hausnummer, die wir auch hier nochmal aufbereitet im Performance-Tool sehen, wo wir dann einfach mal sagen können, okay, Trefferquote 81%, das ist das, was ich vorhin sagte mit den Verlustjahren. Wir hatten letztes Jahr minus 28 Punkte und im Jahr 2006 minus 10. Und dann gut, 2007 waren hier Marginalgewinn, aber ansonsten sehen wir, dass wir hier eine gewisse, starke Performance haben während dieser 11. Handelstage, und der Performance-Chart während der letzten 21 Jahre spricht eine relativ klare Sprache. Wobei letztes Jahr
gab es hier einen kleinen Knick. Aber es ist ja praktisch nichts Ungewöhnliches. Aber dennoch hier festzuhalten, sieht ganz interessant aus für den S&P 500, wenn er denn hier weitere neue Hochs macht. Dagegen spricht jetzt natürlich die ADX-Indikation. Wäre schön, wenn wir da jetzt nicht so heiß gelaufen wären, aber the trend is your friend. Was sich einmal ausbaut oder aufbaut vielmehr, kann sich auch ausbauen, gerade Trendbewegung, gerade zum Jahresende, Window Dressing hin oder her. Letztlich haben wir hier eine relativ schöne Rahmenkonstellation, die den S&P 500 eben hier nach oben treiben könnten. So, das war Silber, hier haben wir den S&P. Und ähnlich wie du vorhin beim Dow Jones auch schon skizziert hattest, das ist im Übrigen jetzt auch die 24-Stunden-Indikation von JFD, also CFD, da der CFD dem Future generell auch folgt, kann man das sozusagen ein Stück weit adaptieren. Hier haben wir 30.12 als Finish Day und hier kann man sozusagen einfach mal überlegen oder die Überlegung anstellen, dass der durchschnittliche Gewinn hier 31 Punkte beträgt, bei einem durchschnittlichen Verlust von nur 11 Punkten. Das ist ein CHV von 3:1 fast, was ich sehr, sehr beachtlich finde. Und ja, da kann man im Prinzip jetzt hergehen und überlegen, wie man jetzt an die Sache rangeht. Technisch gesehen, wenn sich heute nicht mehr viel tut, wären das praktisch die 30 Punkte auf der Oberseite, was im Vergleich zu den letzten Tagen mal gar nicht so viel ist. Und im Prinzip das auf der Südseite, wenn wir jetzt vom aktuellen Preislevel ausgehen, wohl bemerkt. Und natürlich auch ein enger Stopp. Ja, plus minus machen wir jetzt hier, wenn man nicht so auf die Dezimalstelle genau ist, soll ja ums Prinzip gehen. Aber das sieht gut aus. Und das wird auch was sein, was ich wahrscheinlich nachher nochmal in einem kurzen Clip darstellen werde. Auch vor dem Hintergrund, dass wir hier so ein kleines Support-Level haben, da sollten wir tunlichst nicht runterfallen. Spikes natürlich immer ein heißes Thema, aber wenn er sich eben jetzt stabilisiert, spricht eben saisonal viel dafür, dass der jetzt eben auch nach oben auftritt und sozusagen seine 30 Punkte eincatcht während der nächsten Handelstage. Sollte er sie früher erreichen, dann sollte man hier über Gewinnmitnahmen nachdenken, weil statistisch gesehen, wie gesagt, 30 Punkte der Schnitt sind und dann jetzt hier auf 60 oder 100 Punkte zu spekulieren, wäre ein bisschen viel des Guten, muss man ganz klar sagen. 2285, was ich jetzt noch habe, Jens, für dich nochmal als Gimmick, hau ich nochmal einen drauf auf die Fuzzi-Vektor-Logik, schau mal, was ich hier habe, und zwar ist das der Vektor Bull, er ist noch ein Stück weit crazier, der hat sozusagen hier auch ein Prognose-Tendenz-File, der auch hier sich sozusagen im Realtime-Chart, du siehst das Ticket hier sogar mit, sozusagen anpasst. Und das Ding ist praktisch auch wie so eine Art Kristallkugel-Vorschau, was der S&P 500 jetzt hier im 4-Stunden-Chart zum Beispiel machen wird oder auch im Stunden-Chart. Und da wird analysiert, wie gesagt, auch den Datenpool der Vergangenheit und skizziert sozusagen einen möglichen Verlauf. Ist im Prinzip eine gute Indikation bei einem neuen Hoch und einem bullischen Ausbruch. Der Kristallkugel kann man das Ganze zum Beispiel kaufen, aber hier zeigt sich auch an, okay, der S&P scheint noch nicht fertig zu sein auf der Oberseite und da kann man sich natürlich dann immer so seine Setups zusammensuchen und zusammenbauen. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht verzettelt in der einen oder anderen Maßgabe, was man jetzt heranzieht. Das ist ja auch bei deiner Open-Range-Strategie relativ simpel. Du hast hier ganz klare Parameter, auf die du schaust. Ja, du brauchst jetzt nicht den RSI unbedingt, du brauchst nicht dieses und nicht welches. Deswegen sollte man sich hier immer das zusammensuchen, was einem wirklich taugt sozusagen. Und da ich so ein kleiner Statistik-Fan bin, mag ich die Tools ganz gerne, aber man muss sie auch nicht mögen. Und gerade wegen den kristallartigen Verlaufen ist es halt tatsächlich so, dass es auch nur in Anführungszeichen eben eine statistische Auswertung der Vergangenheit ist und auch kein Garant dafür, dass es eben genauso kommt. Man muss das auf jeden Fall koppeln mit gewissen Buy-Triggern, sei es ein neues Hoch, sei es Ausbruch über einen Pivot-Point oder sagen wir Stabilisierung über den Pivot-Point und dann über Anstieg des nächsten Resistance- oder Support-Levels oder was auch immer. Auf jeden Fall braucht man da gewisse Setup-Kriterien noch, um dann sowas auch umsetzen zu können. Aber grundsätzlich denke ich mal, der Weg nach oben kann durchaus frei sein, sozusagen, dass wir hier noch nicht fertig sind auf der Oberseite. Wir sehen jetzt, wie gesagt, der S&P kommt jetzt, schraubt sich so ein Stück weit wieder nach oben. Der Bias ist eigentlich dahingehend ganz zu begrüßen. Wir hatten ja vorhin schon den großen Chart auch zum S&P 500, also den Big Picture Chart. Das heißt, wenn wir jetzt nicht wirklich dünn werden von der Luft her, kann der Weg nach oben da auch noch ein ganz schönes Stückchen weitergehen. Wie Jens ja auch vorhin beim Dow Jones auch gesagt hatte, wenn es nicht so kommt und wir jetzt hier Tiefs machen, wäre hier das auch beim S&P zum Beispiel 2185 ein hervorragendes Pullback-Level. Ja, das ist ja hier auch Charttechnik wie aus dem Buche. Schönes Widerstandslevel, Ausbruch und dann hier der 1A-Pullback wie im Lehrbuch und dann jetzt nach oben geschossen. Und es ist kaum anzunehmen, meine ich jetzt, dass wir bis hierhin zurücklaufen würden. Wenn wir es tun, wäre das sicherlich eine schöne Entry-Chance im Sinne dessen, dass hier die Anfangs-Euphorie vom Dezember ausverkauft wird, aber das wäre schon fast auch wieder eine Wunschvorstellung. Und nach dem schönen Momentum, was wir hier immer gesehen haben, muss der gar nicht mehr so tief zurückfallen. Oder was meinst du, Jens?
bist ja da vorsichtiger beseelt. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, das ist eine, was hochsteigt, kann natürlich auch tief fallen, das ist ganz klar. Aber man darf sich ja da auch nicht gegen starke Trendbewegungen stellen, oder sollte man nicht, weil am Ende kann es dann eben auch ganz gefährlich werden. Man kennt das ja, der Markt ist zu hoch, er muss jetzt fallen. Ich glaube, das hat es heute Morgen ja auch schon mal angesprochen. Also höher geht nicht, oder ich sage mal, tiefer fallen kann es nicht. Das ist immer dann der Anfang vom, oder ja, das ist der Anfang vom Ende, wenn man dann sozusagen prognostiziert, dass irgendwas nicht höher oder nicht tiefer fallen kann. Das ist ja genau der Trugschluss. Alles kann, nichts muss an den Märkten. Und deswegen haben wir im Prinzip auch nur eine Lebensversicherung, und das ist unser Stopp. Wie bei dem saisonalen Trade jetzt hier auch dargestellt, oder auch bei den Open-Range-Geschichten, wenn das nicht so aufgeht, wie man sich das jetzt hier, sage ich mal, vorstellt, und das war auch das Thema heute Morgen mit der eigenen Meinung. Eine eigene Meinung zu haben, ist immer riskant. Natürlich musst du dir als Analysten ein Szenario A und B bauen. Du hast auch ein präferiertes Szenario, was du traden möchtest, ja, aber im Prinzip, wenn das Setup sich ändert, dann um Gottes Willen nicht an der Meinung festhalten und dann hier irgendwie denken, das kann jetzt nicht weiterfallen oder nicht höher steigen, wie auch immer. Da gibt es nur eins, mit dem wir uns absichern können, und das ist eben das Stop-Loss. Und den müssen wir definitiv einhalten. Und dem Rat kann ich nur vielen, vielen von euch geben, aber ich meine, ihr seid ja auch schon relativ lange dabei. Oder haben wir jemanden, der erst seit 6 Monaten oder seit, ja, 12 Monaten, einem Jahr sich hier mit der Thematik beschäftigt und sozusagen einfach mal reinschnuppern will, was wir so thematisieren im Sinne des Jahresausblicks und auch der Beschau nach 2017 im Big Picture. Da vielleicht mal Feedback kurz in die Runde. Na, Bernie, das halte ich für einen Scherz. Ja. Jahresausblick ist neu. Wie gesagt, so direkt eine Prognose für 2017 haben wir jetzt, sage ich mal, für einen Dollar haben wir das eigentlich gemacht. Für einen Euro-US-Dollar habe ich mich auch hinreißen lassen. Fürs britische Pfund-US-Dollar auch. Hatten wir heute Morgen ja reichlich, sage ich mal, abserviert in der Richtung. Mit der Dollarumkehr, bist du da jetzt eigentlich konfirm gegangen, Jens, oder wie war das? Ich habe das jetzt gar nicht mal so richtig im Kopf. Bist du da? Also ich finde die Projektion, die du gemacht hast, bis in Richtung der 108, die finde ich extrem gut. Ich sehe auch nicht den Durchmarsch da auf der Oberseite, also in Richtung 120 und dergleichen. Weil ich da auch so ein bisschen, ganz ehrlich gesprochen, ein bisschen skeptisch bin, ob Trump da wirklich so durchmarschieren kann mit seinen fiskalpolitischen Überlegungen. Und selbst wenn, dann heißt es ja im Umkehrschluss noch nicht, dass auch wirklich die US-Wirtschaft anzieht und dass die Fed wirklich gezwungen wird, eben dann auch, ich sag mal, aggressiv noch weiter an der Zinsschraube zu drehen, was Exakt. eben tatsächlich so ein bisschen beginnt, dann auch nach sich zu ziehen, dass da vielleicht tatsächlich gar nicht mal so aggressiv, restriktiv vorgegangen wird. Plus, ich habe auch ein ganz interessantes Interview noch gehört gehabt bei CNBC im Laufe des Tages, wo jemand sagte, man sollte sich auch vor Augen führen, Wage Growth, also das heißt, die durchschnittlichen Löhne in den USA am Arbeitsmarkt sind eben weiterhin nicht so angezogen, Ja. als dass sie rechtfertigen, dass man wirklich erwartet, da gibt es jetzt so eine, ich nenne sie jetzt mal reallohninduzierte Inflation. Also, oder jetzt mal, um es mal weniger stachsig so auszudrücken, weniger Stachsig. hochtrabend. Ja, so, also wenn du nicht einen Job hast, wo du ausreichend Kohle in der Tasche hast, um dann auch konsumieren zu können und die Wirtschaft anzukurbeln, dann ist erstmal die Qualität des Jobs insgesamt in Frage zu stellen. Also ich sag mal, ein Bartender oder wer auch immer, der Ja, der hat einfach nicht die Möglichkeit, wirklich, außer er hat drei, vier Bartender-Jobs, wo dann allerdings die Frage stellt, wann soll er das Geld ausgeben, wenn er jeden Tag 24 Stunden arbeitet. Dann, also da wird einfach dieses reallohninduzierte, diese wird nicht auf den Weg gebracht werden, reallohninduzierte Inflation. Und das sind einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren, wo ich sage, jetzt die Spekulation, glaube ich, die kann den Dollar wirklich treiben. Auch diese Range, vielleicht überschießt das auch gleich ein bisschen und läuft bis 110. Und das wird sicherlich auch gleichbedeutend sein dann mit einem Dip im Euro, der vielleicht nochmal ein bisschen separat auch zu betrachten ist, weil einfach mal auch der Euro insgesamt sehr schwach ist. Oder anders formuliert, selbst wenn der US-Dollar jetzt, ausgehend von diesem Breakout auf der Oberseite, eine Korrektur ansetzt, heißt es ja noch nicht, dass der US-Dollar plötzlich, Entschuldigung, der Euro-US-Dollar plötzlich eine massive Rallye auf den Weg bringt, Das sondern du stimmt. brauchst ja auch Nachfrage in Euro. Also anders formuliert, ich könnte mir vorstellen, dass dann zum Beispiel so ein Währungspaar wie Dollar-Yen vielleicht schärfer korrigiert, aber auch weniger, weil der Yen dort dann stark nachgefragt wird, weil plötzlich so ein Riesenoptimismus herrscht rund um den japanischen Yen,
also mit Ausblick auf die japanische Notenbank, die eher weiter dafür Sorge tragen wird, den massiv abzuwerten, als eher, dass es so einen Risk-Off-Treiber gibt. Ne? So, also wo man sagt, Rückabwicklung von Carry-Trades, die dann eben zu einer Yen-Stärke führen, wo dann richtig eine scharfe Korrektur auf den Weg gebracht wird. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn wieder. Also Fakt ist, ich denke, die 100, 108, 110 vielleicht im Dollarindex, ja, aber dass wir da jetzt irgendwie dann den ultimativen Run zu sehen bekommen, der uns jenseits von Rot und Böse treibt und irgendwie Richtung 120 oder dergleichen im Dollarindex-Future, das halte ich doch ein bisschen für sehr optimistisch. Also, ja, das glaube ich, da bin ich genau bei dir. Und meinst du, wenn der Dollar zur Schwäche neigt, und das ist jetzt zyklisch mal anzunehmen, dass das nächstes Jahr passiert, zumindest die Wahrscheinlichkeit ist anzusetzen, wie siehst du denn da die Indizes reagieren? Ich glaube, das wird ganz interessant. Ich glaube nicht, dass die Indizes darauf so positiv reagieren, wie man es jetzt eigentlich erwarten würde. Wenn man ja sagt, okay, Abwertung des US-Dollars ist gut für den Export und dergleichen. Mhm. Ich glaube, dass wenn der US-Dollar wirklich sich schwach präsentiert, ich könnte mir auch vorstellen, dass tatsächlich gerade diese Indexstärke im Dow Jones oder auch S&P, dass die primär darauf zurückzuführen ist, dass man Kapitalzuflüsse in die USA sieht. Ja, einfach ja. Weil man dort Geld, also weil man Rendite bekommt derzeit. Einfach der Zins ist dort einfach mal signifikant höher und die Aussicht auf steigende Zinsen mit anziehenden Inflationserwartungen und dergleichen ist einfach wesentlich attraktiver als irgendwo anders. Apropos Jens, also nachdem ich kurz mal die Währungsindizes, die ich übrigens für Big Picture Analysen immer gerne ranziehe, mal kurz bewerte, würde ich dich mal bitten, vielleicht direkt mal so einen Blick auf die Zinsen in den USA zu werfen. Das wäre mal eine tolle Sache, wenn du da vielleicht ein paar Charts vorbereiten könntest, die du aus Twitter hast, oder eben auch hier gerade die 10-jährigen Bonds bzw. 30-jährigen, dass du da mal so guckst, was sich da am Zinsende jetzt getan hat zuletzt. Ist ja auch interessant, was da passiert ist. Ja, warte mal kurz. Das ist ein Riesenthema, muss ich sagen. Das sollte man vielleicht gerade für 2017 auch nochmal ein Stück weit mal so vorauswerfen, was das bedeuten könnte. Ich meine, generell Zinsanhebung, Kreditverknappung, sage ich mal Zügelung der Wirtschaft. Ich meine, gut, wir sind auf einem Zinstiefniveau, das spielt jetzt nicht die große Rolle. Aber generell ist das natürlich eine Bremsung der Wirtschaft, wenn die Zinsen angehoben werden. Denn die USA ist da ja derzeit allein auf weiter Flur, auch allein jetzt schon fürs nächste Jahr eben weitere Zinsanhebungen in Aussicht zu stellen. Und das muss sich ja gerade mit dem Risk-On-Modus sozusagen, der gerade gefahren wird, auch dann, wenn man dann das Geld wieder in den sicheren Hafen lenkt, ist dann eben immer die Frage, wie viel bleibt dann am Aktienmarkt noch hängen. Also grundsätzlich mit dem US-Dollar-Index, um das nochmal hier zusammenzubringen, ihr seht den mal hier auf Sicht der letzten 50 Jahre im Quartalschart, also wirklich jetzt hier eine große Nummer. Und wir haben hier einen langfristigen Abwärtstrend auf jeden Fall gebrochen und rein technisch hätte der Luft bis 118 Punkte. Also rein auf die Hochs bezogen, die wir hier vor Jahrzehnten gesehen haben. Aber was man sieht, und das ist Tatsache, und wenn man den Dollar noch weiter zurückrechnet bis zu seinem, wann war es, 1913, als die Fed gegründet wurde, letztlich wertet der ab, und zwar seit Bestehen. Also wir haben ja immer schöne Up-Moves gesehen, die aber, und da wird der Markttechniker jetzt aufschreien, wunderbar immer tiefere Hochs gesehen hat, in ergo dessen auch tiefere Tiefs. Und ich glaube, zyklustechnisch ist es so, dass wir hier noch ein Stück weit eben auf Trieb erleben könnten. Ich aber nicht glaube, dass der hier die 118 nach oben breakt, also geschweige denn erreicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er macht auch ein tieferes Hoch. Das ist jetzt wirklich Quartalsbasis, Big Picture, dass der sozusagen auf Sicht der kommenden Jahre hier dann praktisch einen Top irgendwo bildet und dann letztlich mittellangfristig tatsächlich wahrscheinlich die Tiefs hier aus 2000 bzw. aus den Anfängen der letzten 10 Jahre, bevor die Rallye losging, sozusagen hier möglicherweise rausnimmt. Der US-Dollar ist in einem großen Abwertungsprozess, das darf man hier definitiv nicht vergessen. Spricht natürlich jetzt Folgendes dagegen, dass Amerika mit den Leitzinsen Kapital anzieht, das, was du auch gerade gesagt hast, was ja auch die Märkte befüttert, auch Trump mit seinem Projektionismus, dass Amerika in sich stark werden soll, spricht jetzt kurzfristig auf keinen Fall dafür, dass der Dollar jetzt hier groß zur Schwäche neigt, deswegen ist es ja klar, dass wir auch beim Euro-Dollar die Parität sehen, den Dollar-Index weiter steigen, doch auf Sicht von Monaten ins Jahr 2017, Ende 2017, dann vielleicht 2018, ist es dann doch so, dass ich meine, hier wird es sich irgendwo toppen. Und dann, denke ich, wird der US-Dollar wieder in seinem großen Zyklus der Abwertung einschwenken. Und das ist interessant auch hier zu sehen beim beim Yen-Index, der reicht hier bis zu den 70er Jahren zurück, sehen wir hier eine generelle Stärke. Ja, also die Aufwertung des Yens ist nicht gewünscht, das ist ganz klar, von der japanischen Notenbank. Ich muss immer lachen. Die Aufwertung des Yens. Warum musst du da lachen? Ja, ich finde das immer lustig. Ja, das ist verrückt eigentlich, ne? Es ist verrückt, aber man sieht ja, was da hier gemacht wurde. Und ich sag mal, als die Panik kam, als hier die Stärke nochmal richtig forciert wurde, wir gehen auf den 10-Jahres-Chart, hier 2011, 12. Nee, ich meinte das als Wortwitz, der Jens.
Ach, der Der Jens. Jens. Ach, der Jens. Du Die Scherz. Aufwertung des Jens. Des Jens. Ja, stimmt, jetzt check ich es ja. Jetzt war ich gerade auf einer Brücke unterwegs, habe es gar nicht gecheckt, dass es ja mit dem Namen zusammenhängt. Ja, die Aufwertung des Jens. Aber hier sehen wir sehr schön 2011, 12 und dann fing ja die Abenomics an und eben hier die ja, Verwässerung des Jens, der Versuch dessen, Nicht schwupp, Verbesserung, ich verwässer nicht. da, die Nummer nehme ich übrigens mit auf den nächsten Evento. Das ist angepflanzt mit dem Yen. Der Yen wird uns über Jahre noch beschäftigen, ein Riesenthema. Und das Yens Verfall sozusagen ist jetzt hier zwischenzeitlich gestoppt worden. Und man sieht hier im Big Picture aber, dass die Geschichte grundsätzlich nicht zu stoppen ist. Also ich sag mal, ich denke, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und gerade in den Big Picture-Betrachtungen ist das eine Riesennummer. Man da einfach mal so über den Tellerrand schaut und das nehme ich, wie gesagt, immer für so Ausblicke gern her. Und ich denke, der Yen, wir sehen ja auch gerade hier die aktuelle Quartalskerze. Bärischer geht es ja kaum, aber man muss auch sagen, da ist noch nicht viel Porzellan zerbrochen, weil im Prinzip sind wir hier in einer großen Seitwärtsrange. Hingegen der Dollar hier natürlich wesentlich stärker anmutet. Und da muss man wirklich mal sehen, wie die Party jetzt dann hier weitergeht. Und wie gesagt, kurzfristig denke ich, geht da noch ein Stück weit was nach oben, aber so in Richtung 117 kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Und ja, wie sich das auf die Indizes auswirkt, erstmal geht die Party weiter, glaube ich jetzt. Saisonal ja sowieso, das haben wir uns ja beim S&P angeschaut, hier im Guidance-Chart. Sieht wie, ja, guck mal, jetzt sind wir schon auf Tageshoch unterwegs. Im Prinzip denke ich, der macht auch weitere Hochs, davon ist zumindest auszugehen. Ich meine, jetzt schließen ja die Profis in der Regel ihre Bücher. Jetzt gerade, ich denke, das ist jetzt die Handelswoche Mitte Dezember. Ich weiß nicht, wer nächste Woche hier noch die großen Orders abfeuert. Das heißt, die Liquidität wird eh dünn werden. Dessen muss man sich bewusst sein. Und ich bin jetzt auch nicht der Fan hier für große Aktivitäten zwischen den Feiertagen. Aber statistisch gibt es hier wirklich einiges zu holen, wie wir jetzt gerade vorhin gesehen haben und auch unlängst auch zu der einen oder anderen Analyse. Da lässt sich, wie gesagt, einiges fischen. Jens, ich würde jetzt aber gern nochmal auf die Zinsen zu sprechen kommen. Soll ich da den Chart oder holst du dir den Bildschirm nochmal rüber? Hast du da was finden können? Neben dem, was du über den Yen des Abwertungsprozesses des Yens dich amüsiert hast, hol dir doch den Bildschirm mal rüber und lass uns mal kurz die Zinsen angucken, was da so möglich ist. Ja, warte. So. Mich stumm schalten zum Moderator nennen. So, Ah. also wir sehen jetzt übrigens gerade hier der Dow Jones. Das ist natürlich jetzt äußerst suboptimal. Ich hatte jetzt gerade eben Ach, schon hier äußerst suboptimal. Ja, also in der Tat. Und zwar, wenn wir nämlich jetzt mal das ganz kurz hier aus einer Intraday-Trading-technischen Perspektive betrachten. Also der baut ja noch an der Open Range. Ja, also die ist noch nicht vollständig ausgebaut. Aber also eine Viertelstunde haben wir noch. Tatsächlich, also drei Kerzen brauchen wir da noch. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal sagen, wir gehen nicht davon aus, dass er jetzt noch große höhere Hochs macht. Hier, dann haben wir die Open Range in diesem Bereich. Also das heißt so zwischen 18 oder Entschuldigung 9, 8, 94 und 9, 10, 8, 16. So, und jetzt passiert natürlich Folgendes. Wir haben jetzt hier schon eine Open Range an dieser Stelle von offensichtlich 88, nee, Entschuldigung, 78 Punkten. Und jetzt sind wir dann schon in so einem Bereich, wenn wir sagen, wenn wir ein Short-Szenario formulieren wollten, das heißt also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der wirklich keine höheren Hochs macht, denn desto schlechter wird jetzt gleich das CRV, was wir hier auszeichnen, dann würden wir den Short legen auf die 8,16, den Stop legen oberhalb des Tageshochs auf die 8,95, haben damit, Moment, da muss natürlich Doppelpunkt hin, haben dann ein Zack Risiko. Habe ich hier mit 10.000 geschrieben. Ne? So, ich muss mich erstmal an diese großen Zahlen gewöhnen. Ja. Solange es an die So. Großen ist und nicht an die Kleinen, ist ja wunderbar. Ne? Ja, also für die Bullen ist das optimal, auf jeden Ja. Fall. Und wir leben im Zeitalter der dynamischen Zahlen, Jens. Ich glaube, irgendwann musst du dich auch mit der 30.000 arrangieren, wenn es gut kommt. Ja, ich habe gestern tatsächlich. Ich habe gestern, das ist kein Scherz, ich habe wo war das, CNBC oder irgendwie sowas war das auch, da haben die Journalisten eine Umfrage geschaltet mit Analysten, Tradern, Vermögensverwaltern, Hedgefondsmanagern und so weiter, die schon länger am Markt dabei sind und haben die gefragt,
wie sie denn damals das erlebt haben, als der Dow Jones das erste Mal über 10.000 gelaufen ist. Das war damals genauso ein Ding, das war im, ich glaube, März 99, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das war auch so ein Meilenstein und das war damals auch ein Riesenthema. Ne? Und wo keiner sich vorstellen konnte, der steigt nie wieder bis 20.000, schon gar nicht nach der Dotcom-Blase und dergleichen. Finanzkrise, naja, also die 30.000, wenn wir für die nächsten 10 dann vielleicht nicht mehr ganz so 16 Jahre brauchen, sondern nur 8, ja, Mann, das wäre was. Ja, Zeitalter der dynamischen Zahlen. Aber okay, jetzt habe ich dich wieder ein bisschen abgelenkt. Du warst ja gerade am Formulieren des Setups. Das machst du ja übrigens jeden Tag beim Morning Meeting genauso mit dem DAX im Endeffekt, ne? Ja, ganz genau. Also das was ich jetzt hier mache, das ist eigentlich, das ist nichts Außergewöhnliches. Also tatsächlich, das lässt sich auch zügig ja zeichnen. Was wir hier schon sehen, ist, ein CRV von mehr als 2:1 haben wir, wenn wir auf die 19.600 gehen. Nur jetzt passiert Folgendes. Die Frage, die man sich jetzt gleich mal so stellen muss, ist folgende, und zwar rechnet man sich das nicht ein bisschen schön an der Stelle, wenn man von einem größeren Kursziel schon ausgeht auf der Unterseite. Ich bin da immer sehr, sehr konservativ und sehr, sehr vorsichtig angehaucht. Ich sage, wenn ich mit einem konservativen Kursziel ein gutes CRV kriege, dann kriege ich es mit einem aggressiven erst recht, was etwas anders formuliert bedeutet wie, ich würde lieber von 19.750 Punkten als erstem Kursziel auf der Unterseite ausgehen, als von einem Rücksetzer, der uns bis 19.600 führt. Also auch das, wenn man, wie gesagt, das Saisonal noch mit einbezieht und dergleichen, das sehe ich vielleicht an, ich weiß nicht, einem Webinar irgendwie in 3 Monaten, im März oder dergleichen, sehe das vielleicht komplett anders aus, wenn wir einfach so, ich nenne es mal eine Haupthandelszeit haben, wo wir in das Ende von einem, vom ersten Quartal laufen und dergleichen, Marktbedingungen sich ein bisschen anders auch darstellen, aber derzeit, glaube ich, tut man gut daran, vielleicht mit bärischen Setups, besonders auch ganz offensichtlich antizyklischen Setups, so ein bisschen eben konservativerer zu sein. Absolut. Das heißt also, ich würde hier vielleicht eher 57 sagen. So, jetzt haben wir noch folgendes Problem. Dadurch ist natürlich auch die Chance massiv eingeschränkt und da sehen wir es auch übrigens schon. Mit viel, viel Wohlwollen kriegen wir eine Chance von 66 Punkten. Das CRV bei dieser Open Range ist kleiner 1:1. Also tatsächlich nicht durchführbar. Also nein. Also man könnte auch hier den spitzfindigen, ach nee, Moment, nicht gleich 1:1, kleiner 1:1 natürlich. Die ganz Spitzfindigen, die werden jetzt sagen, ja, aber man könnte doch sagen, wenn du eine Trefferquote hast von zum Beispiel 60%, dann würde man doch vielleicht das sogar hinbekommen, einen positiven Erwartungswert hinzukriegen. Ja? Wenn man übrigens anfängt, so zu rechnen, dann merkt man schon, dass irgendetwas schief läuft. Also wenn man es einfach nicht hinbekommt, sondern komplex werden muss, dann ist eigentlich davon abzuraten, das Setup überhaupt durchzutraden. Also das so basierend auf meiner persönlichen Erfahrung. Ja, ja. Aber jetzt gucken wir mal, was dabei rauskäme. So grob überschlagen würde ich aber auch davon ausgehen, das wird vielleicht eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Also man sagt gemeinhin, und jetzt sieht man auch die Open Range, jetzt ist sowieso hinfällig, weil jetzt wird es noch weiter. Ja? Also der startet auch jetzt wieder durch, ganz offensichtlich. Kennt kein Halten. Bull Party. Also die FTSE-Logik hat auch hier recht gehabt. Und man muss sagen, beim DAX jetzt so richtig über die 3,330 schaffen wir es aber nicht. Ne? Das ist jetzt auch aktuell sehr spannend. Ja, also das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich sage, ja, Bullparty, ja, aber also überzeugen tut mich das jetzt nicht. Also ich würde, wie gesagt, gerne auf niedrigeren Niveaus, da wäre ich der Letzte, der nicht auf die Idee käme, zu sagen, ich bin bereit, da jetzt auch mich für so eine Erwartungshaltung zu positionieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auf den Niveaus aktuell sehe ich jetzt nicht mehr so viel bullisches Potenzial für den DAX nach oben. Na, also Fans einer SKS könnten jetzt hier, würden dann auch schon eine SKS und mit der Divergenzgeschichte, wo du vorhin hattest, das ist ja auch nicht abzustreiten. Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, wenn man sich eine Meinung bildet. Ne? Also ich meine, du hast auch eine Vorstellung, der Markt ist dir jetzt zu hoch, du möchtest tief verkaufen und das ist ein ganz klares Statement. Ne? Du willst jetzt sozusagen nicht in den Bullenherd reinrennen, wohl vor dem Hintergrund, dass natürlich auch das wie Anfang Dezember passieren kann. Was wir da hier ab 5.12. gesehen haben, ich meine, da war der Bulle von der Leine und der ist einfach mal richtig nach oben gerannt. Ich meine, wenn du da natürlich den richtigen Entry hast, dann brauchst du nichts anderes tun, als den Trade zu managen, den Stopp nachzuziehen und der Markt läuft einfach mit dir. Und selbst jetzt, nach dem Level Higher Highs, Higher Lows, würdest du sogar wahrscheinlich noch mit im Trade sein können, wenn du dann ganz diszipliniert wirklich immer das letzte lokale Tief als Stopp nimmst und würdest den Bullen einfach so lange reiten, wie es geht. Ne? Ja.
Aber das ist zum Beispiel auch, um auf die Geschichte Anfang Dezember zurückzukommen, also hier, da bezahlst du natürlich dann das ziemlich teuer an der Stelle, also den Handelsansatz. Wenn ich das jetzt fahren würde, wie zum Beispiel im Euro-US-Dollar, dann hätte ich einfach gesagt, pauschal, ich kaufe einfach hier den Break auf Neujahreshochs, also 10.830 wäre es gewesen, Pi mal Daumen habe ich eine Buy-Stop-Order und gut ist. Und dann guckt man einfach mal, was bei rauskommt, und was bei rausgekommen ist, das kann man jetzt halt sehen. Eventuell hätte ich sogar, wenn der Markt nicht in solch einer so langen Seitwärtsphase sich hier bewegt hätte und wirklich auch, also auch mich mürbe gemacht hätte, also das will ich ganz ehrlich sagen, also das war schon eine sehr zähe Veranstaltung, die wir hier seit Anfang August, eigentlich Mitte August zu sehen bekommen haben, bis dann hier jetzt tatsächlich im Dezember dann auch noch Post-Italien, also dem Referendum und Trump, dieser Break dann erfolgt auf Neujahreshochs. Dass ich da vielleicht sogar aggressiv gewesen wäre, wo man auch sieht, auch die mentale Seite spielt dann eben eine Rolle. Also das, was man an Erfahrungen jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat, da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, sollte man das nicht im Griff haben. Also das ist nicht so, dass ich nicht kurzzeitig mal den Gedanken gefasst hatte, hier wirklich einfach reinzuhalten, einfach long reinzuhalten. Als ich die bullische Eröffnung gesehen habe auf den Tag, auf das Referendum, da war so dieser kurzzeitige Gedanke, dass ich mir dachte, weißt du was, kauf ihn doch einfach jetzt. Lass dich mal überraschen, ob er neue Hochs markiert oder eben nicht. Ja, und da kommt dann eben, da fällt es dir so ein bisschen auf die Füße, wenn du halt ein Regelwerk für dich formuliert hast, oder fällt die Disziplin auch auf die Füße. Langfristig bist du eben dabei, bist dann aber relativ zügig auch in so einem Bereich, wo du sagst, naja, dem Mutigen gehört halt manchmal aber doch auch so wenig die Welt. Ne? Also wenn du da einfach kaufst und dich dann überraschen lässt, ob der Break erfolgt, na, dann stehst du heute als der große Held da. Aber ich glaube, also ich fühle mich nicht schlecht dabei. Also ich fühle mich wirklich nicht schlecht dabei, dass ich diesen Run jetzt nicht mitgemacht habe im DAX. Ich find's okay. Also ich kann es von mir, kann ich es rechtfertigen. Ich habe, wie gesagt, hier die Handelslogik für den Dow gerade erklärt. Das sieht auch für den DAX nicht anders aus. Eine klare Trendstruktur sehe ich tatsächlich eher noch nicht. Auch das will ich ganz ehrlich sagen. Denn das, was wir jetzt hier gerade eben sehen, ist halt, also mir fehlt da noch das höhere Hoch. Ja, also der Markt muss erstmal eine Korrektur hinsetzen, um dann, dass wir von einer Trendstruktur sprechen können. Wir können natürlich immer zurückgehen und uns das irgendwie schön rechnen, aber jetzt ist es halt eben so, wir reden eben auch von einem kurzfristigen Marktumfeld. Und dann bietet es sich an, zum Beispiel auch auf die Stunde zu gehen, dann gucken wir uns die Stunde an und sagen wir, ja, da sind aber noch höhere Hochs oder höhere Tiefs. Dann ist aber auch wieder die Frage, was hast du für eine Vorstellung von höheren Hochs beziehungsweise höheren Tiefs, also beziehungsweise besonders höheren Hochs, ja? Arbeitest du in so einem Kontext der Rückläufe eigentlich auch mit Fibonacci? Zum Beispiel, also nur als Orientierung, aber das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, dann willst du auch mindestens ein 50% Korrektur sehen. Also Fibonacci, glaube ich, beinhaltet noch mehr als 50%. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, das ist das, was ich voraussetze halt, dass der Markt auch eine Korrektur, also mal etwas hinlegt, was man als Korrektur bezeichnen kann. Und das sehe ich halt hier nicht. Also klar könnte man jetzt sagen, guck mal, da ist so eine Korrektur. 250 runter auf die 150. Aber was mir da eben so ganz gut gefällt, ist Folgendes, dass ich, wenn ich das als erste Korrektur sehe, dass wir eine Bewegung von 10,4 haben, rauf bis 11,2. 250. Also das ist eine Bewegung von 850 Punkten, wo der Markt 100 Punkte korrigiert. Das sind 12,5% Korrektur. Das ist deutlich weniger als das, was ich eigentlich sehen wollen würde für solch eine Korrektur. Und wo ich dann auch sage, dass das also ist noch kein wirklicher Trend. Also ich sehe, also nicht, dass man mich falsch versteht, ich sehe schon die Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs, aber es passt einfach nicht in das Bild, was ich für mein Trading brauche, damit ich hier ein Szenario formulieren kann, welches meinem Handelsstil halt optimal entspricht. Und also ich glaube dann, wie gesagt, das Regelwerk auf der einen Seite, das nimmt dir dann ab und an die Möglichkeit, hier eben solche Bewegungen zu handeln. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch eben so, ich kann wenigstens sagen, ich habe ein Regelwerk, und dass ich mich halte, und ich bin ja noch da. Ja? Und das ist ja immer so dann das Endziel eigentlich, um was es beim Trading an erster Stelle geht. Viele glauben immer, es geht vor allem um Rendite, natürlich, aber die Rendite kommt erst, nachdem du es geschafft hast, dein Kapital zu erhalten und eben noch am Markt zu sein. Wie gesagt, wenn du kein Kapital mehr hast, kannst du auch nicht mehr mittraden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du eben tatsächlich hier dass du jetzt habe ich den Faden verloren. Habe ich gerade eben parallel eine Mail gekriegt? Ach Das so, sollte die man. Wahrscheinlichkeit. Ja, jetzt, das ist immer so schlimm, ne? Wenn es überall brummt und dann brummt dein Handy und schwupps hast du so einen kurzen Unterbrecher. Aber ich weiß noch, was ich sagen wollte. Also wenn du kein Regelwerk hast, ist die Wahrscheinlichkeit, aus dem Spiel gekegelt zu werden, einfach enorm hoch. Auch selbst wenn du mit Stops arbeitest oder dergleichen, es muss halt reproduzierbar sein. Und das ist dann auch so eine Sache, wo ich halt sage, das ist extrem schwierig. Das ist zum Beispiel
Einfach mal so aus so einer kleinen Geschichte im Jahr 2016, kurz bevor ich mit meinem Unternehmen gestartet bin, das war ja hier zum 1. Juli, das war kurz nach dem Brexit, ist es so gewesen, dass ich hier in solch einer Abwärtsbewegung dort im DAX kurz vor dem Brexit, in Erwartung, dass es keinen Brexit geben wird, wohlgemerkt, dass ich mich geschafft habe, long zu positionieren. Und ich war long positioniert in dieser gesamten Aufwärtsbewegung, in dem gesamten Run von hier unten bis nach da oben. Das war eine monströse Position, die ich einfach gelaufen habe, also laufen habe lassen. Ich bin mit ganz kleinem Risiko reingekommen und dann ist der Markt einfach abgezogen. Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, einen Retracement als Pyramide zu bauen und du warst einfach positioniert. Wenn mich heute einer fragt, wie habe ich mich da positioniert, dann fällt es mir im Nachgang extrem schwer, es zu formulieren. Also ich weiß schon, was ich damals gemacht habe. Das war ein kurzer Spike auf neue Tagestiefs, die ich gesehen habe. Den habe ich ohne Follow-through gesehen. Und wo ich mir dachte, das war ein kurzes Stop-out auf der Unterseite. Und dann habe ich einfach versucht, antizyklisch aggressiv zu kaufen und habe dann auch davon profitiert, dass sofort ein Feedback kam mit einer News. Das war damals, als diese britische Politikerin ermordet worden ist. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern. Das war eine Woche vor der Brexit-Wahl, wo dann alle gedacht haben, oh, jetzt, ja, jetzt, das wird nichts mehr mit dem Brexit, jetzt wird's brutal und jetzt gehen die Leute eher zurück von ihrem möglichen Ja für ein Brexit. Und das hat die Position eben so weit ins Plus schon an dem Handelstag befördert, dass ich die dann in die nächste Zeitebene migrieren konnte. Und dann ist der Markt immer weiter gelaufen und immer weiter gelaufen und immer weiter gelaufen und irgendwann hatte ich über 1000 Punkte auf der Uhr stehen, also ich habe den ungefähr um 9,4 hier unten erwischt. Und der Markt ist wirklich bis hier oben, also fast 1000 Punkte, ins Plus gelaufen innerhalb weniger Tage. Und du warst einfach schlichtweg da positioniert. Jetzt ist aber die Sache die, das ist, was ich hier gemacht habe, das war eben wirklich sehr stark diskretionär, was ich da gehandelt habe. Das war auch jetzt nicht irgendetwas, was einfach duplizierbar ist. Und das ist eben dann auch genau der Punkt, manchmal bist du dabei, was ich damit sagen will, manchmal bist du dabei, manchmal bist du eben nicht dabei. Ja, und das ist dann eben das, wo ich dann am Ende aber sage, ich bin eher froh, ein Handelshandwerkzeug zu haben, mich daran zu halten und nicht dabei zu sein, als mich an das Handelswerkzeug nicht zu handeln oder den Handelsansatz nicht zu halten und dann bei so einer Bewegung dabei zu sein, auch wenn es im Nachgang extrem ärgerlich ist. Weil dann, um das zum Abschluss zu bringen, ist es halt so, auch wenn du Fremdgelder verwaltest, Investorengelder verwaltest, dann ist es eben so, du wirst auf 12-Monats-Sicht wirst du an deiner Performance gemessen und wenn die über dem Marktniveau liegt, also das, was du in der Bank bei dem Tagesgeld bekommst oder so, dann ist es einfach mal schlichtweg so, da bist du schon mal ganz weit da vorne. Wenn es eine solide zweistellige Rendite ist, die du konstant für die Investoren erwirtschaftest, dann fragen die auch nicht, in welchen Umfelden du die erwirtschaftet hast. Dann ist es die nackte Zahl auf dem Papier, die interessiert. Und dann ist es auch egal, ob das so eine Aufwärtsbewegung im DAX war oder im Dow Jones war oder sonst dergleichen. Am Ende ist es die Performance, die vielleicht unter schwierigen Marktbedingungen eben entsprechend generiert worden ist. Aber eben mit einem reproduzierbaren Handelsansatz, welcher dann eben konstant angewandt dazu führt, dass die Rendite eben konstant auch in der Lage ist, generiert zu werden. Ja, und das, wieso habe ich das jetzt eigentlich alles erzählt? Lass mal kurz überlegen. Wir waren bei den Zinsen, ne? Wir waren bei den Zinsen, wir wollten uns eigentlich die Zinsen auch noch anschauen, Jens, aber du bist so im Flow hängen geblieben, von wegen Indizes, guter Lauf. Da übrigens morgen ist noch Hexen-Sabbat, beziehungsweise dreifacher Verfall, schreibt der Bernhard gerade. Das gilt es vielleicht auch zu beachten. Ansonsten aber zu den Zinsen müssten wir vielleicht jetzt so final nochmal kommen, weil wir sind jetzt schon wieder gute 2 Stunden on air. Wir wollen deine Stimme, meine Stimme und auch die Zuschauer natürlich nicht überlassen. Übrigens, das Video ist hochgeladen. Gute Nachricht an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was das vorhin für ein Bug war. Aktuell das Video Teil 1 ist bereits online auf unserem YouTube-Channel. Aber jetzt mal Jens zu den Zinsen, weil das ist schon eine Nummer, was wir hier sehen. Also erstmal das war sowieso, das war ja historisch auch betrachtet, war das eine Entwicklung, die hat es in der Form, glaube ich, in 30 Jahren maximal zweimal gegeben, solch einen Lauf, glaube ich, auch post-Trump-Election, das war dann halt hier Anfang November, diese Entwicklung und ja, diese Explosion, also man sieht auch hier ganz stark die positive Korrelation, wenn man das jetzt auf den Kursverlauf zum Beispiel im Dollar-Yen legt, dann sieht man ja auch ganz offensichtlich, dass da das ein sehr, sehr stark positiv korreliertes Währungspaar dazu zu sein scheint. Also die Zinsentwicklung hier und dieser Lauf und beziehungsweise nein, der Lauf im Dollar-Yen und die Zinsentwicklung hier, so rum, die spielen schon sehr, sehr positiv zusammen. Also wenn man einen Treiber sucht, dann ist es wohl auch
dann hier der Zinsmarkt, der den Dollar-Yen eben da nach oben so durchstarten lässt. Und um das jetzt mal auch in Relation zu setzen, was wir da zu sehen bekommen, auch bezüglich Kapitalflüssen, das ist hier eine Grafik, das ist ein Zinsspread, den hat der Holger Czepitz eingestellt gehabt, vor kurzem jetzt, einfach mal historisch, um das einzufangen. Was das macht, ist Folgendes, er nimmt die 10-Jahres-Zinsen aus den USA und die 10-Jahres-Zinsen aus Deutschland und zieht die voneinander ab. Ja? Und ja, desto höher der ist, desto attraktiver ist im Grunde genommen der US-Zins im Vergleich zu dem Zins deutscher Bundespapiere auf 10 Jahre lautend. Und was wir hier sehen ist, dass das die höchsten Niveaus sind, auf die wir jetzt vorgestoßen sind, bis zurück ins Jahr 1989, also rund um die Wende, also beziehungsweise kurz davor, vor dem Mauerfall. Also nur mal, damit man das mal so ungefähr einordnen kann, wo wir da gerade zinstechnisch sind und in welche Richtung wahrscheinlich auch das Kapital fließen dürfte. Also damals war es eben so, dass natürlich massiv Kapital auch nach Deutschland zurückgeflossen ist, einfach mit der Aussicht auf eben den Mauerfall und das Wirtschaftswachstum, was infolgedessen wahrscheinlich auf den Weg gebracht wird und dergleichen. Da gab es ja auch zwei, drei super interessante Gedanken, die in der Market-Research-Reihe, die ja Anfang der 90er, glaube ich, erschienen ist, mit Schwager und mit diversen Tradern, die dort interviewt worden sind, auch thematisiert worden sind, die halt damals Deutsche Mark long waren mit dieser Aussicht auf eben Wirtschaftswachstum. Aber genau da sieht man eben auch, die damaligen Verhältnisse waren komplett anders. Und man kam auch aus einer ganz anderen Richtung 1989. Also damals war es wirklich die Aussicht darauf, dass Deutschland wirtschaftstechnisch eben tatsächlich durchstartet. Wenn man sich die aktuelle Situation betrachtet, politische Unsicherheit betrachtet in der gesamten Eurozone, dann scheint es doch eher so zu sein, also aus dieser Perspektive dieser Zinsspread eher weiter anzieht, weil nämlich Kapital in die USA fließen dürfte, sollte Trump Erfolg haben mit seinem Trumponomics, so nennen wir sie einfach jetzt mal. Und das könnte, wie gesagt, auch aus der Perspektive fundamental dann nochmal ein Treiber sein, der den US-Dollar weitertreibt, eventuell tatsächlich dann über die 110. Also ich bin zwar auch ein bisschen skeptisch, ob da so viel Potenzial wirklich ist, aber bisschen längerfristig betrachte, vielleicht mal eine kurze Korrektur, aber dass das dann diesen Trend, der jetzt vielleicht hier auf den Weg gebracht worden ist, und dass wir noch mal kurz die Grafik von heute früh mit der US-Dollar-Index-Entwicklung, also der Trend, der Abwärtstrend ist hier ganz klar gebrochen. Ja, wir sehen, diese Grafik geht übrigens nur zurück bis ins Jahr 1997, aber dieser Abwärtstrend ist wie gesagt gebrochen und es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht das Ding mal nach oben aufgeklappt bis 110 laufen, 108, 110 ungefähr, dann eine Korrektur sehen, das wäre dann auch zum Beispiel etwas, was vielleicht nochmal den Euro-US-Dollar so ein bisschen treibt, aber dass dann eben ausgehend hiervon sich auch beginnt eine Trendstruktur zu etablieren, die uns weiter nach oben führt in den Bereich 120, was dann alles in allem wiederum sehr, sehr US-Dollar-Bullisch wäre für die ja, kommenden, ja, vielleicht 10 Jahre, so Pi mal Daumen. Also das ist natürlich jetzt Makro betrachtet, aber... Ja, aber eine schöne Bodenbildung, das ist schon unbestreitbar, hat er auf jeden Fall vollzogen, das muss man ganz klar sagen. Also der Dollar-Index, der hat ja schon seine Renaissance erlebt, aber man hatte ja, wie gesagt, immer, wie gesagt, so 8, 7 Jahre Zyklen, auch beim Dollar-Index eigenartigerweise, nicht eigenartigerweise, zyklusseitig bezogen eben und ja, da sind wir so langsam, aber sicher auch an dem möglichen Top. Aber wie gesagt, wie das begründet wird und dass sich die Geschichte auch, das sagen ja auch die Seasonal Trades, dass sich das natürlich nie immer genauso wiederholt, ist auch klar. Ne? Es kann jetzt auch die völlige Dollar-Renaissance hier geben und der startet hier bis 140 hoch nach oben durch. Weißt du? Wir sehen hier einen riesen Umkehr. Wer weiß das schon? Ja? Das muss man natürlich implizieren. Man kann sich immer seine Meinung bilden und auch eine Einschätzung haben, aber man muss auch gewappnet sein dafür, dass man, wenn man falsch liegt, dann eben auch seine Meinung kippt und dann eben sagt, okay, das war mal ein Griff ins Klo. Stop oder was auch immer hat mich jetzt hier geschützt und jetzt muss ich einfach eine neue Bewertung der Lage sozusagen vollziehen. Ansonsten, Jens, da haben wir noch 2, 3 Fragen im Chat, vielleicht direkt nochmal aufnehmen, dass wir hier die nochmal so auf dem Final-Kontext hier nochmal bewertet bzw. nochmal ausgewertet bekommen. Sie siehst ja die Fragen, ne? Ja, einen kurzen Augenblick. So, also und zwar die erste Frage, die ist ja diejenige, welche... Und zwar, welche Sollrendite ich mir selbst als Jahresergebnis stecke, beziehungsweise was Kunden erwarten, in Bezug auf das Asset Management, also Vermögensverwaltung. Also angestrebt habe ich 15-20%. Das ist das, was ich mir als Benchmark so setze.
Und das ist so, dass ich natürlich ausgehend von meinen Aufzeichnungen ungefähr einen Erwartungswert habe. Das sind, wie gesagt, aber historische Daten, an denen ich mich aber hier auf jeden Fall orientiere und das auch über mehrere Jahre. Und dieser Erwartungswert, der liegt aktuell roundabout, Erwartungswert, der liegt aktuell bei 0,10. Das bedeutet, etwas anders formuliert, dass ich pro riskiertem Euro 10 Cent verdiene. Und das bedeutet jetzt etwas anders, dann hochgerechnet. Pro riskiertem Euro, Moment, verdiene ich 10%, 10 Cent. Das bedeutet dann etwas anders, dass ich beispielsweise bei einem Portfolio von 1 Million, also Asset Under Management, kurz AUM, von 1 Million, bei einem von mir durchschnittlichen Risiko, das muss man dazu natürlich auch betrachten, durchschnittliches Risiko von 0,5%, also aktuell liege ich sogar unter 0,5%. Das ist zum Beispiel auch dann der Tatsache geschuldet, dass, wie gesagt, ich an der Equity-Kurve bis jetzt sehe, ich pendel um die Nulllinie, ja, ich sehe, dass die Marktbedingungen mit meinem Handelsansatz nicht so ultimativ gut korrespondieren, dann nehme ich das Risiko runter. Ich habe die Möglichkeit, ausgehend von den vereinbarten Risikoparametern mit Investoren, zum Beispiel das Risiko bis auf 1,5% pro Position hochzufahren. Bei einem übrigens maximal vereinbarten Drawdown von 25%. Es ist tatsächlich so, dass dieser Drawdown nicht angestrebt wird zu erreichen. Ja, also, dass ich 25% verliere, das wäre so ein Desaster-Stop, da wäre Ende. Das bedeutet also, jemand, der zum Beispiel 100.000 Euro investiert, würde mit einem Drawdown bei 25.000 Euro dann sagen, hier würde die Reißleine gezogen. Da müsste eine Neuverhandlung stattfinden, inwiefern man jetzt dann nochmal neu startet oder dergleichen. Analyse machen, woran lag, dass es die Drawdowns erreicht werden. Tatsächlich ist mein Ziel aber die, dass ich versuche, die Drawdowns möglichst unter 10% zu halten. Also um eine langfristig wirklich solide und saubere, smoothe Equity-Kurve eben zu generieren. So, bei einem durchschnittlichen Risiko von 0,5%, um jetzt hierauf zurückzukommen, sprechen wir von 5.000 Euro pro Trade. Richtig, Moment. Habe ich das richtig ausgerechnet? Ja, 5.000 Euro. So, und das bedeutet dann also, wenn ich jetzt 10 Cent pro riskiertem Euro verdiene, bedeutet das, dass ich 500 Euro im Schnitt pro Trade verdiene. So, meine Handelsfrequenz von roundabout 20 Trades pro Monat entspricht das 10.000 Euro oder auf eine Mio AUM, also Asset Under Management, 1%. Und wenn man das jetzt dann hochrechnet, das heißt also über Zinseszinseffekt und dergleichen, dieses 1% auf 12 Monate im Schnitt hochrechnet, wie gesagt, das sind alles Durchschnittswerte, mit denen ich jetzt hier arbeite, das kann durchaus Monate geben, da liege ich mal 4,5% vorne, im nächsten Monat liege ich mal 2,5% hinten und alles in allem pendelt sich das in diesem Bereich dann ein, dann liege ich bei einem Zinseszins Effekt von ungefähr oder bei einer Jahresrendite von ungefähr 12,8% per annum. Wie gesagt, und ich habe dann vor, diese 12,8% zu schlagen. Also das ist erstmal meine Orientierung, was ich mit 15% realisieren würde. Und wie gesagt, mit vorteilhaften Marktbedingungen, favorablen Marktbedingungen ist das möglich, dann auch, wie gesagt, das durchschnittliche Risk zum Beispiel hochzudrehen, was dann wiederum dazu führt, dass natürlich dann auch die Performance davon profitieren würde und dergleichen. Also das einfach, um die Frage mal ein bisschen detaillierter zu beantworten. Aber wie gesagt, das sind eben Werte, die sich jetzt an sicherlich längerfristigen Daten meinerseits orientieren, aber eben an vergangenen Daten orientieren. Es keine Auskunft darüber geben, ob die Performance sich auch in Zukunft genauso darstellt. Aber das ist so ungefähr mein Ziel, was ich eben dann mit der Vermögensverwaltung anstrebe. So, Sehr die detailliert Frage. dargestellt, denke ich, Jens. Ich denke, das hat jetzt, konnten die Leute gut nachvollziehen und auch mit dem Risikomanagement und auch mit dem Abwägen der Equity-Entwicklung hervorragend. Ich bin jetzt bei der Frage von dem Bernie so ein bisschen Attributionsanalyse, also so wie ich die Attributionsanalyse kenne, ist das ja so eine Zerlegung der Ergebnisse in verschiedene Komponenten. Also das bedeutet jetzt etwas anders. Meinst du damit, dass dann die Performance in verschiedenen Sektoren aufgeteilt wird? Also sprich, dass ich zum Beispiel einerseits so und so viel Performance in Equities mache, also Aktienindizes Trading und das andere in FX, das andere in Commodities. Falls dass die Frage sein sollte, was damit gemeint ist, dann ist die Antwort nein. Also das ist tatsächlich ein
ich nenne es mal ein Mix. Also das heißt also, ich habe betrachte meine WTI-Trades der gleichen Art und Weise oder beziehungsweise das wird da nicht irgendwie rausgerechnet, wie zum Beispiel auch im DAX oder dergleichen. Also das tut an der Stelle auch nicht wirklich Not über die Positionierung. Genau, eine fiktive Benchmark, die man dann zerlegen. Okay, also wie gesagt, die, nee, also das findet nicht statt. Das findet nicht statt. Also früher oder später eventuell findet das mal statt. Dann wird es eventuell auch vielleicht nötig, es zu tun. Das, denke ich mal, hängt auch so ein bisschen ab von dem verwalteten Vermögen. Aber derzeit ist es tatsächlich so, dass das abhängig von meinem Handelsansatz eben auf alle Assets gleich betrachtet wird und in einem Topf landet. Also wie gesagt, wenn ich dann irgendwann mal, ich weiß nicht, im dreistelligen Millionenbereich oder dergleichen Assets verwalte und verschiedene Strategien dann auch da diesbezüglich fahre in verschiedenen Sektoren, Rohstoffe oder dergleichen und Equities, dann wird es vielleicht ein Thema. Ja, aber aktuell ist das noch nicht so. Also so weit bin ich noch nicht. Noch nicht, ja. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, du hast ja die Company selbst, von der ist ja auch noch jungfräulich, würde ich mal sagen. Also es ist ja noch in der Etablierung sozusagen. Das ist ja trotz alledem schon ganz gut, was da angelaufen ist. Und ich denke auch, das entwickelt sich weiter. Ich meine, was man alles machen will und möchte, ist natürlich wieder im Kontext zu sehen, was man alles machen kann, ne? Was für Möglichkeiten auch hier existieren. Grundsätzlich so von den Teilnehmern her gibt es hier noch eine interessante oder interessant ist generell erstmal jede Frage, aber etwas, was noch auf dem Herzen liegt, was wir vielleicht noch direkt jetzt hier sozusagen zum Jahresabschluss nochmal thematisieren können sollen wollen. Wie gesagt, das Webinar am Morgen, das war schon reichhaltig bestückt. Trade-technisch, wie gesagt, gab es den Euro-US-Dollar. Index-technisch hat sich Jens zurückgehalten. Ich selbst habe sozusagen den Markt auch mehr gecovert. Der ein oder andere Algo-Trade fand zwar statt, aber das haben wir jetzt hier nicht mit rein projiziert. Richard fragt nach der BaFin-Lizenz. Nein, wir wollten, also JFT Brokers hat mit dem Gedanken gespielt, die BaFin-Lizenz zu beantragen, aber aufgrund dessen, dass es ja unlängst das BaFin-Interview gab und die Spekulation über CFD-Verbot in Deutschland, was ja jetzt auch ausgeräumt ist zum Glück mit dem, sage ich mal, Gesetzesentwurf der letzten Woche vom Donnerstag, werden wir überlegen, welche Strategie wir hier fahren, aber grundsätzlich, sage ich mal, hat die BaFin hier sicherlich die Branche selber jetzt nicht unbedingt als Lieblingsvehikel im Auge. Man muss aufpassen, was da noch für Restriktionen stattfinden. Wir hatten aber genau seit längerer Zeit schon die Intention, ja auch hier in Deutschland, sage ich mal, einen Standort auch noch mehr auszubauen. Aber da wollen wir erstmal sehen, was die BaFin in Zukunft macht. Über die dies schützende BaFin-Lizenz natürlich auch nicht vor Pleiten. Schaut euch die FX direkt an, 2013. Oder auch MF Global in England, lizenztechnisch, wenn ein Broker, sage ich mal, unfaire Aktivitäten an den Tag legt, dann kann das auch passieren, dass selbst unter dem Deckmantel der BaFin oder der FCA in UK sowas stattfindet und auch ein Broker pleiten gehen kann. Das heißt, das schützt natürlich überhaupt nicht und im Grunde genommen ist auch die SISEC europäisch gesehen natürlich auch vor dem Hintergrund, dass das praktisch der Forex-Hub nach London ist. Also jeder Forex-Broker hat auch eine Zweigstelle, wenn nicht sogar die Hauptstelle auf Zypern. Das hat eben den Hintergrund, dass es wirtschaftliche Vorteile bringt und eben auch hier unternehmensfreundlich ist, aber auch tatsächlich als zweiter Forex-Hub Europas zu sehen ist. Forex ist gerade in Zypern da ein Riesenthema, beziehungsweise die Unternehmen dort, man glaubt, man ist in kleinen Forex-Land, so sage ich das immer, wieder gerne an der Stelle, um das auch ein Stück zu weit zu transportieren. Und noch abschließend die Gelder von JFD, die Kundengelder, liegen ja hier in der deutschen Bank, beziehungsweise nicht bei der deutschen Bank, sondern in einer deutschen Bank, bei einer deutschen Bank Wirecard in dem Fall oder Barclays eben UK. Das heißt, dort sind sie auch einlagengeschützt. Das an der Stelle. Ich hatte auch die Frage von dem Richard noch on top, vielleicht auch in Bezug auf die Vermögensverwaltung von mir verstanden, ne? Mhm, ja. Das mit der BaFin-Lizenz. Also in meinem Fall ist es so, dass ich hier unter dem Haftungsdach von JFD agiere. Also um das auch regulatorisch unter ein ganz seriöses Fundament zu stellen. Also das bedeutet im Umkehrschluss, JFD hat eine, kann man sagen, Vermögensverwalter-Lizenz, passt das so zusammen? Exakt, ja, exakt. Und das auch, glaube ich, als einer der ganz wenigen Broker, soweit ich informiert bin.
Ich Ja. würde jetzt nicht mich auf den Finger aus, also ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest mal ist JFD da ziemlich einzigartig, glaube ich, unterwegs. Und im Zuge dessen kam es eben dann dazu, dass JFD angeboten hat, weil man ja eine Lizenz benötigt. Also entweder du hast diese BaFin-Lizenz nach 32 KWG oder aber du hast ein Haftungsdach, welches eben dann JFD zur Verfügung stellt mit so einer Vermögensverwalterlizenz, um solch einen Managed Account oder Vermögensverwaltung anbieten zu können. Ja, und das bedeutet also, JFD bietet im Grunde genommen dort dann diese Haftungsstruktur, die es mir möglich macht, dieses Managed Account anzubieten für Kunden. Genau, aber das ist auch gut, dass du sagst, das muss man vielleicht an der Stelle abschließend auch nochmal sagen, JFD Brokers ist natürlich bekannt als klarer Broker, FX und CFD Broker, aber wir sind auch mit einer Vermögensverwalterlizenz ausgestattet und werden da auch 2017 noch einiges mehr bieten, gerade auch um dem Kunden jetzt hier, sei es durch die JK Trading Vermögensverwaltung, aber auch anderen Assets wie unserem Topspin-Modell, der jetzt zurzeit sozusagen aufgrund der großen Nachfrage auch ruht. Aber wir wollen ähnliche Modelle aufstellen, sozusagen nach Quantsystemen, die hier letztlich ja, passives Einkommen bzw. eben passive Vermögensverwaltung generieren. Und da wollen wir auch gerade ein Stück weit hervortreten, weil wir eben einer der wenigen Broker sind, die dann tatsächlich nicht nur Brokerage betreiben, sondern eben auch Vermögensverwaltung, um eben auch zu transportieren, dass wir das ernst nehmen, dass wir sagen, die Kunden sollen Profit machen und wir selbst als Broker, Schrägstrich mit einer Vermögensverwaltung, haben genau denselben Ansatz. Und neben dem haben wir ja auch das Prime Brokerage, das heißt, unsere Technologie wird auch anderen Brokern zur Verfügung gestellt und da gibt es auch einige Namen, die da tatsächlich, sag ich mal, von unserem Forex-Pool sozusagen partizipieren, weil wir eben auch die Möglichkeiten haben, da mit unseren Schnittstellen eben auch die Preis-Action weiterzuleiten. Und ja, das ist wie gesagt ein Riesenthema, JFD Brokers dahingehend eben noch mit dem ganzen Background, was viele nicht kennen und nicht wissen. Aber das wird ja sukzessive eben hier kommuniziert und ausgearbeitet und da bleibt der Weg das Ziel. Und neben dem, dass wir mit verschiedenen, ja, Plattformen mit verschiedenen neuen Assets wie Futures und Aktien eben dann auch die Vermögensverwaltung noch nach vorne bringen wollen, denke ich, sind wir mal auf einem guten Weg, um auch hier jeden Kunden da mehr oder weniger auch abzuholen an der Stelle, wo er steht. Ja. Gut, alright. Zum Abschluss, jetzt haben wir hier relativ gesehen wenig Fragen, das ist eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt hier relativ viel thematisiert über die Märkte, über den Ausblick, über das, was noch kommen könnte, über die Zinsentwicklung. Forex, Dollar, wie gesagt, standen heute relativ stark im Fokus. Bei den Indizes sind wir uns alle einig. Da ist relativ viel heiß gelaufen. Man muss das Fazit ziehen, dass der Trend your friend ist und dass es durchaus weitergehen kann. Aber wie gesagt, es wird dünner, die Luft da oben, spricht aber nichts dagegen, dass das weitergeht. Gerade jetzt zur Jahresendrallye, wir haben vorhin den statistischen Bias gesehen, da kann es im Prinzip durchaus noch wesentlich weitergehen. Alright. Es geht weiter. So 11.350 haben wir im DAX. Ja, und damit wäre die FTSE-Logik von ihrem Hoch gesehen. Heute zum Beispiel war, ich sag mal, das Setup war ja bullisch, aber das Close wurde ja im Bereich 11.3 gesehen. Ja, ich meine, wenn der Trend jetzt hier weiter reitet, warum nicht? Aber das wird sozusagen den statistischen Bias der Auswertung, die wir ja hatten beim DAX, wird das sozusagen nach oben treiben, weil faktisch hat das Pattern schon getroffen im Sinne des positiven oder der positiven Entwicklung. Und ich würde jetzt mal mutmaßen, wo war das heutige Tief eigentlich beim DAX? Ich habe das jetzt indizetechnisch gar nicht so auf der Pfanne. 37, das müsste hier gewesen sein, ist es 8. Ja. Also das müsste so 11.264. Na gut, das Tief hat er bei 2,42 gesehen. Also 20 Punkte tiefer. Jetzt ist er auch noch 20 Punkte höher gelaufen. Ich denke, das wird sich anpassen und sicherlich auch integriert werden, dieses Pattern. Beziehungsweise diese heutige Entwicklung wird auf das Pattern sozusagen bestimmt noch gemünzt, wenn es jetzt hier kein mega starkes Überschießen auf L4 geht. Und wir hatten ja auch thematisiert, liebe Leute, das könnt ihr euch noch mitnehmen, die L4 als wichtiges Level im Sinne des großen Charts beim DAX jetzt unmittelbar voraus. Ich denke mal, morgen spricht nichts dagegen, gerade vor dem großen Verfall. Sind da Optionen im Bereich L4, Jens? Hast du da schon mal geguckt? Also davon ist tatsächlich auszugehen. Ich Und habe ich aber denke, jetzt wird morgen auch tatsächlich, abgeholt werden. Also ich glaube auch viele Emittenten, gut, ihr wisst das vielleicht, Knockout-Produkte sind hier das A und O bei den deutschen Banken. Und da wird auch viel Geld mit verdient. Und unter uns, Knockout-Produkte oder Optionsscheine sind meines Erachtens ja noch viel intransparenter als CFDs. Ja?
Also wie da der Preis zustande kommt, ist manchmal wirklich ein bisschen nebulös. Aber nichtsdestotrotz, die 11.4, da gibt es bestimmt viele Knockouts, die abgeholt werden wollen, neben Optionen, die da oben rumgeistern. Insofern morgen sicherlich mit einem dreifachen Verfall sehr, sehr interessant und es ist sehr stark anzunehmen, dass wir die 11.4 auf jeden Fall sehen nach der heutigen Bewegung. Im Übrigen, nochmal statistisch, lege ich nochmal einen oben drauf. Der DAX am Freitag, wenn Jens das dann gleich hat, aber wir lassen den Bildschirm mal bei Jens, das kann ich euch jetzt einfach mal so sagen. Werde ich morgen wahrscheinlich auch in einem Video nochmal auf dem JFD-Desktop präsentieren. Der Freitag ist beim DAX während der letzten 52 Handelswochen der bullischste Handelstag und hat hier mit 57% positiver Schlusspreise sein Ende gefunden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass morgen ein bullischer Wochenausklang stattfindet, ist erstmal gegeben. Okay, Jens, wie sieht es aus hier im Optionsmarkt? Also, wir sehen hier 12.739 Hoppala. Kontrakte stehen offen. Das sind nochmal deutlich weniger allerdings als auf die 11.000er Marke. Also, eventuell sind das auch Absicherungsgeschäfte, die den Markt da nach oben schieben. Also, das ist jetzt nur der Monat Dezember, also keine darüber hinauslaufenden Kontrakte, Entschuldigung, Monate. Was halt interessant ist, ist hier, das ist die Spalte für die gehandelten Kontrakte. Also das ist hier die gehandelten Kontrakte und das sind die Zahlen von gestern Abend. Also das heißt, wie viele Kontrakte sind da gestern gehandelt worden? Und das ist natürlich schon interessant, wenn man sich hier vor Augen führt, dass das das meistgehandelste Level überhaupt war. Also das bedeutet etwas anders formuliert in meinen Augen, dass da schon eine erhöhte Chance besteht, dass wir da einen kleinen Kampf um dieses Level zu sehen bekommen, aber jetzt nicht unbedingt einen Schluss oberhalb dieses Levels. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen stärker verteidigt wird tatsächlich. Wenn wir, wie gesagt, da oben hinmarschieren. Aber man sieht es eben, es war heute keine so schlechte Idee, auch im DAX heute früh, zu sagen, Shortseite, irgendwie sieht es verlockend aus, aber der soll mir auch wirklich zeigen, dass er runter will. Und er hat das nicht gezeigt, dass er runter wollte. Weswegen es wahrscheinlich gar nicht mal so eine schlechte Idee war, dann eher so sich ganz entspannt hinzusetzen und zu sagen, gut, lieber Euro, dann lauf doch du bitte, was er ja bis jetzt ganz gut tut. Was er komfortabel getan hat. Das muss man an der Stelle auf jeden Fall unterstreichen. Euro, wie gesagt, da haben wir ja auch den Auswurf gemacht. Im Bereich der Parität wird es interessant, wobei Jens hier noch einen drauflegt, die 0,95. Ich habe es im Kopf, Jens. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier noch entwickelt, ob wir hier nochmal richtig Markt-Action zum Jahresausklang sehen oder ob das dann alles in 2015, sage ich schon, 2017 gelegt wird. Auf jeden Fall spannende Geschichte und wir werden unser Live-Event, wie gesagt, fortsetzen, ausbauen, das steht schon mal fest, auch mit Jens. Ansonsten, Jens, könntest du eh jeden Morgen auf unserem Morning-Meeting erfahren. Wobei, Jens, ab wann gehst du in Urlaub? Nächste Woche? Montag oder ist es, wie war das? Genau, also ich werd morgen das letzte Morning Meeting 2016 halten. Ah. Und dann, aber am 2.1. schon wieder da sein. Also am Montag, der 2.1. bin ich dann auch wieder gleich on top. Aber die letzten 2 Wochen, die gehören uns mal der Familie. Ich glaube, das ist ganz gut. Die ist mal froh, wenn sie mich mal ein bisschen für sich hat. Allerdings, also wie gesagt, insofern auch danke erstmal für die Action heute und überhaupt ein Dank an der Stelle auch vor dem Auditorium hier für dein Engagement bei uns auf dem JFD-Desktop. Wunderbar. Wie gesagt, das geht in 2017 weiter. Genauso wie der DAX jetzt hier die 11.4 vielleicht heute sogar noch nimmt in den letzten 40 Handelsminuten nach Xetra. Warten wir mal ab, was passiert. Auf jeden Fall, the bull is your friend. Hier geht es wirklich schön steil rauf. Also der DAX erhält hier schön Rückenwind aus den USA. Und ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, wir würden heute so langsam das Ende finden. Es sind schon wieder 2,5 Stunden knapp rum. Freue mich auf jeden Fall für die Reichhaltigkeit an Teilnehmern, Reichhaltigkeit an Zuschauern. Morgen, wie gesagt, Freitag, Wochenabschluss, könntest du den Jens morgen 10:30 Uhr nochmal zum Morning Meeting erleben. Dann, wie gesagt, wird es ein bisschen dünner werden bis zum Jahresanfang. Und dann, wie gesagt, warten wir mal drauf, was da noch für Highlights kommen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs großartige Dabeisein, für die aktive Teilnahme. Davon leben auch wir. Ja, wir haben uns natürlich mehr oder weniger formidable die Bälle hin und her gespielt, aber wenn Fragen von Teilnehmern kommen, beziehungsweise wenn man hier ein bisschen agiert, ist es auf jeden Fall immer interessant. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Bleibt informiert, testet uns, wer uns noch nicht getestet hat. Macht es den Vergleich. Es wird, wie gesagt, nächstes Jahr noch viel, viel kommen und freue ich mich drauf. Und Jens, an dieser Stelle auch mein Dank für dein Engagement. Und ich würde Ciao sagen. Jens, du hast das Schlusswort und dann würde ich sagen, gehen wir so langsam in den Feierabend, auch wenn gleich der jetzt noch nicht da sein wird. Aber so Step by Step wünsche ich auf jeden Fall allen, die denn dann in den Feierabend überswitchen, eine gute Zeit und vor allen Dingen ein frohes Fest und rutscht gut rüber persönlicherweise. Nächste Woche nochmal beim Devisenradar werde ich dann nochmal einen Jahresabschluss geben. Aber ansonsten für alle, die uns dann nicht mehr hören, an dieser Stelle dies.
Ja, ich verabschiede mich auch dann mit einem herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich wünsche auch frohe Weihnachten und einen guten, tollen Rutsch ins neue Jahr. Ja, auf dass wir 2017 die Märkte gemeinsam rocken, würde ich sagen. Obwohl ich ja davon ausgehe, dass wir uns morgen noch in großer Zahl beim Morning Meeting hören werden, worüber ich mich riesig freue. Und ja, dann soll es auch meinerseits gewesen sein. Also macht's gut und bis morgen 10:30 Uhr. Habt euch wohl, bis dann. Tschüss.